abgefuckt. Ja, herzlich willkommen bei der 10. Spieleabend. Mit mir heute als Vertretung für den Tribun und natürlich mit dem Affenkopf. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Hi Mike. Hallo an alle da draußen. Ja, wie du schon sagtest, Tribun immer noch mit technischen Schwierigkeiten unterwegs wie letzte Woche. Darum ist jetzt der Mike heute mal dabei. Ich lerne ihn so ein bisschen an. Warte mal ganz. Auch im Namen von Max natürlich, dass du da einspringst. Du hast gerade extrem geleckt. Man hat nur nicht viel verstanden. Ach Mann. ich habe dir nochmal gedankt, dass du eingesprungen bist. Ja, dafür bin ich ja da. Ja, ich darf keine Internetseiten aufmachen, das ist fürchterlich. Aber ein nicht genannter großer deutscher Dienstleister darf mir ruhig mal eine bessere Leitung vor die Haustür legen. Gut. Ja, wie gesagt, herzlich willkommen beim Spieleabend. Für alle, die das erste Mal dabei sind, wir machen wieder unsere 5 Minispiele. 1,5 Stunden haben wir ungefähr Zeit. Pro Spiel gibt es für jeden von euch maximal einen Punkt zu gewinnen. Die Gewinner werden dann mit Gold prämiert. Wie gehabt, der erste 2000, der zweite 1500, der dritte 1000. Und die Plätze 4 bis 8 prämieren wir immer noch mit 500 Gold. Das heißt, auch wenn ihr im ersten, zweiten, dritten Spiel noch keinen Punkt ergattert, trotzdem dranbleiben. Die Chance ist auf jeden Fall noch gegeben, auch wenn ihr nur ein oder zwei Punkte habt, dabei noch Gold abzuräumen. Ich habe gerade irgendwie... Oh? Irgendwas passt da gerade nicht, habe ich gerade gehört, gesagt, bekommen. Dein Bild ist ein bisschen verschoben, also mein Bild ist ein bisschen abgekratzt, genau, aber das macht eigentlich nichts. Man kennt mich ja mittlerweile. Ja, aber ich frag mich halt gerade, wieso? Ja, kleine technische Schwierigkeiten, das macht aber nix. Gut, wenn du das sagst. Und wir hoffen, dass es gleich... Ja, mach mal groß, vielleicht, wenn wir das Ingame auch, wenn das Ingame passt. Du meinst, ich soll einmal switchen und gucken? Genau. Das passt. Klar, Moment, liebe Zuschauer, wir haben gerade noch kleine technische Schwierigkeiten. Aber wieso? Ne, das sieht aber gut aus, Ingame, oder? Nee. Ach, da fehlt deine Garage fehlt? Nee, die sieht man ja gar nicht. Nee, man sieht halt irgendwie nur die Hälfte irgendwie. Aber keine Ahnung, was OBS da jetzt für Probleme hat. 1:1 Skalierung? Ist nicht? Ja, ich sag, mach schon mal, guck du mal. Ich mach dann schon mal kurz die Ansagen. Ja, danke. Also zum Mitmachen erstmal, wir haben auch eine News dazu geschrieben, selbstverständlich. Mit einer kleinen FAQ, wie man hier mitmachen kann. Die haut bestimmt unser Backoffice gleich nochmal in den Chat rein. Ich gehe das Ganze mal kurz durch. Also ja, wir spielen auf dem Server EU1. Ihr müsst dazu in den Channel MoreWoT joinen. Den habe ich diesmal aufgemacht. Also aufgemacht von Private Affenkopf. Ich weiß, woran es liegt. Es hat sich... Ah, soll ich das mal eben alles so einigermaßen... Ja, ich sehe das nicht, was du siehst. Ja, ich muss... Das hat gerade noch alles geklappt. Was ist denn hier los? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe das gerade gar nicht. Komm, wir stellen das mal eben schnell ein. Und dann gucken wir mal ganz kurz. Das ist aber jetzt hier aber peinlich. War das gerade? Ja, mein Gott. Also wie gesagt, das ist ja auch eine Live-Sendung, da passiert das schon mal. Vorhin hat es alles geklappt beim Test, kann ich bezeugen. Ist das geil. Was ist denn? Oh, ich habe doch gar nichts umgestellt. So, also wie gesagt, zum Mitmachen auf den EU1-Server in den Channel MoreWoT. Wir erklären vor jeder Runde, wie das Spiel funktioniert. Ich muss das natürlich auch dem Mike erklären. Der kennt das bis jetzt nur vom Zusehen, was da auch der Schiri machen soll. Wir starten heute mit dem ersten Spiel. Wer hat Angst vor Waffenkopf? Und wenn ihr da mitmachen wollt, braucht ihr nichts weiter als einen Tierstufe 1 Panzer, einen beliebigen, eurer Wahl. Sinn des Spiels ist es, euch auf Himmelsdorf 5 Minuten lang von mir zu verstecken. Das heißt, ich werde gleich mit meinem Panzer auf Himmelsdorf durch die Gegend fahren und euch suchen und abschießen. Und ihr müsst es schaffen, nach 5 Minuten noch am Leben zu sein. Falls ihr das geschafft habt, ist es der erste Punkt für euch in diesem Abend.
Wenn ihr das Spiel gewonnen habt, beziehungsweise wenn ihr einen Punkt in dem Spiel erlangt habt, macht ihr da bitte einen Ergebnis-Screenshot. Ich werde natürlich auch noch einen machen und den bei uns im Forum hochladen. Den Thread habe ich auch schon erstellt. Da schreibt ihr dann einfach nur rein nach dem Spieleabend. Ich habe im Spiel 1 und 2 und 3 habe ich jeweils einen Punkt gemacht. Hier sind die Screenshots davon. Mein Ingame-Nick ist XYZ. Und dann werden wir auch per News, wie gehabt, die Gewinner bekannt geben und das Gold kriegt ihr dann automatisch auf euren Account gutgeschrieben. Wie gehabt. Also, in den Channel joinen. Ach, jetzt habe ich das mit der Zeit vergessen. Also, wir spielen das erste Spiel Himmelsdorf. Wenn ihr mitmachen wollt, joint in den Channel MoreWoT auf dem EU1-Server. Wir geben den Countdown für das erste Spiel vor. Da würde ich glatt mal sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit. 18:45 Uhr und zwar benutzen wir die Seite, wie gehabt, uhrzeit.org. Ich poste das auch nochmal ganz schnell in den Channel. Also, wenn auf der Seite uhrzeit.org 18:45 Uhr angezeigt wurde, schreibt ihr in den Channel MoreWoT das Wort hier, also HIER. Und die ersten 15 Leute, die das Wort hier geschrieben haben, lade ich dann in den Trainingsraum ein und die dürfen dann mitfahren. Mit einem beliebigen T1-Panzer. So, Mike, wie schaut's bei dir aus? Ich bin ein bisschen überfordert, weil, wie du das schon dachtest, es hat alles gerade geklappt. Ich habe keine Ahnung, was mein OBS da jetzt gerade gemacht hat. Aber jetzt scheint das aber auf jeden Fall schon mal zu passen. Ich Es kann sieht nicht jetzt mehr. auf jeden Fall wesentlich besser aus. Ich sehe alle Buttons und so auf, und Ja, mein Bild ist ne? auch ganz drauf. Ja, Jetzt, warte, na ich gut, mach du nochmal verschiebst auf. noch. Ja, nochmal kurz ein bisschen in die Mitte geschoben. Da sieht auch natürlich perfekt aus. Ja, Ja. damit jeder mein Antlitz auch sehen kann, auf jeden Fall. Ja, wollen wir gucken. Ja, keine Ahnung, vielleicht irgendwie ist das System irgendwie mal wieder flupp und ich kenne das ja nicht anders. Erste Mal, dass OBS spinnt. Ja, das ist irgendwie so der Spieleabendfluch. Das ist, man kann das vorher testen, wie man möchte. Wenn man dann auf Live drückt, dann ist nachher wieder alles anders. Das hatten wir schon öfter mal. Ah, das kommt, der Max hat mir das einfach jetzt nicht gegönnt. Nein, ich glaube nicht. Also ich glaube, der freut sich, dass du das auf jeden Fall übernehmen kannst, weil letzte Woche mussten wir das ja ganz ausfallen lassen. Da ist, denke ich mal, auch unser Redaktionsleiter ganz froh darüber, dass du das jetzt übernehmen kannst. Wenn ich das alleine machen würde, wäre das ja eine reine Radiosendung. Das wäre ja. Ich weiß nicht, was die Zuschauer von sowas halten würden. Da kommt der GI Armin auch schon. Ja, was haben wir sonst? Also, erstes Spiel ist gleich auf der Karte Himmelsdorf. Wer hat Angst vor Affenkopf? Dazu ein T1-Panzer, falls ihr gerade eingeschaltet habt, in den Channel MoreWoT joinen. 18:45 Uhr ist der erste Countdown auf uhrzeit.org. Das heißt, ihr habt dann im Prinzip noch, wenn ihr meine Stimme hört, noch knappe 6,5 Minuten Zeit. Ja, was haben wir sonst noch auf MoreWoT diese Woche? Wir haben ein paar kleine Änderungen. Und zwar haben wir am Freitag, ach genau, das Special. Die Mission Impossible. Chrome und Nebu lernen StarCraft fahren. Da sind wir mal ganz gespannt, was daraus wird. Und wir haben natürlich am Samstag unseren hauseigenen MoreWoT Cup an der 7 und 7, den vierten, den Sachpreise Cup quasi. Der Countdown läuft noch 3 Tage, 20 Stunden. Ich sehe es gerade live. Das sind so die, also kein Panzergeflüster, Mission Impossible und kein. Panzersafari ist am Samstag, ne? Genau, Richtig, wäre nur die, gewesen, dafür ist genau. der Cup. Genau, das fällt dann Genau. weg. Ja, was haben wir sonst noch neu? Nam 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 nam. Also neu nichts, nur morgen wieder der Einsteiger-Guide mit Melli und Nebu. Ja, genau, Melly lernt Panzerfahren, Folge 5 ist es, glaube ich. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich glaube schon. Okay, wo sind die gerade? Ich habe letzte Woche leider gar nicht mehr mitgehört, muss ich ehrlich zugeben. Ich aber auch nicht, muss ich Ah, ganz okay. ehrlich gestehen. Ja, ich weiß noch, dass ich die ersten zwei Sendungen geguckt habe und Nebu war immer noch damit beschäftigt, das Interface zu erklären, wo ich mir dachte, okay, er macht es wenigstens gründlich. Naja, gut, okay, werde ich da morgen mal reinschauen, was Melly dieses Mal lernt. Und Donnerstag des Race Wars mit dem Armin und mir. Ah ja, genau, das Race Wars mit unserem deutschen Kabel quasi. Ich habe das letztes Mal gesehen und ich fand es so geil, wie er kommentiert hat. Das hat euch bestimmt auch riesen Spaß gemacht, ne?
Ja, er schreibt schon awesome. Er war so in dem Kommentieren und in der ganzen Geschichte so drinne, dass ich gar nicht zu Wort gekommen bin. Der hat das wirklich 1A gemacht. Das ist einfach unglaublich gewesen. Einfach nur awesome, Armin. Du bist so Ja, awesome. ich habe das ja auch gehört. Ich fand das vom Akzent her total passend. Und jeder, der Formel 1 mal gehört hat oder gesehen hat mit Kai Ebel, der wird das gut. Man sieht den Armin jetzt natürlich auch im Bild. Könnte man vielleicht auch mal so einen Kai Ebel. Naja, ist egal. Auf jeden Fall. Nein, du sollst. Nein, nein, nein. Das war, glaube ich, von Mike jetzt nicht so gemeint, dass du dann ruhig sein sollst, wenn du kommentierst. Aber man merkt, dass du da richtig mitgefiebert hast und dass es ja doch ganz schön spannend daher gelaufen ist. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele Strecken macht ihr da immer am Tag? Also letztes Mal war es ein bisschen komplizierter, da haben wir keine 5 Strecken gemacht, sondern nur 4. Ja, 4 Stück waren das. Mussten wir eine wegfallen lassen, sonst wären wir wahrscheinlich um 12 erst fertig gewesen. Ja, nächstes Mal, also am Donnerstag jetzt hoffentlich alle 5 und dann Tierstufe 5. So, das Ihr kleine. Stufe 5, was erwartet ihr da für Panzer? Ich meine, ich kann es mir, glaube ich, denken. Ja, genau die du dir jetzt denkst. Ich werde dazu nichts sagen, weil sonst werden sie wahrscheinlich nachher wirklich nur noch damit fahren. Und bin mal gespannt, was wir da für Tierstufen, was für Fahrzeuge der Tierstufe 5 uns da dann erwartet. Ja, also da gibt es ja noch, wenn ich mir mal so den Forschungsbaum angucke. Bin ich mal gespannt, was da so alles gefahren wird, aber ich glaube eigentlich, dass da konkurrenzlos ein einziger Panzer als Favorit gesetzt wird. Macht ihr das KV1. denn immer so von Woche zu Woche? Geht das jetzt auch bis Stufe 6, 7, 8 immer höher? Also soweit ich informiert bin, gab es jetzt Stufe 2, halt der Anfang, nach dem Pilotenfilm, nach der Pilotensendung, dann halt Tierstufe 3, Tierstufe 4 war letzte Woche und jetzt eigentlich zum Abschluss Tierstufe 5, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, ob das Backoffice, also besagt die Projektleitung, sich dann noch irgendwie so ein kleines Special ausgedacht hat und vielleicht irgendwie Tierstufe 10 oder so, weiß ich nicht. Wäre ja natürlich wahrscheinlich auch lustig, wenn da alle mit Tierstufe 10 da sich da gegenseitig über den Haufen fahren, aber warten Ja, wir mal aber ab. das wär doch mal spannend. Also ich meine, hört sich jetzt doof an, aber so einen kleinen bis Tierstufe 4 oder 5, den Panzer hat man ja noch relativ schnell. Aber so ein 8er, 9er, 10er, da auch mit richtiger Race Wars Crew, weiß nicht, das ist doch dann eher interessant. Also noch Oder interessanter dann auch. Vor allem gewinnen dann nicht immer die gleichen Leute. das ist richtig. Oder Arty Only, wäre natürlich auch so eine. Oh, Arty-Rennen, oh Gott. Das Da wäre wüsste ich ja gar natürlich. nicht, welche ich da nehmen sollte. Oh, da gibt's schon ganz schicke. So, ich habe gerade aus dem Chat noch eine Frage gekriegt, wie läuft das Ganze hier ab? Ich habe da nochmal den Newslink reingepostet in den Channel MoreWoT. Da ist auch ein kleiner FAQ dabei. Also du hast die Hälfte schon geschafft, du bist im richtigen Channel. Du musst jetzt nur noch bis 18:45 Uhr läuft der erste Countdown. Das heißt, wenn man meine Stimme hört, ist das noch eine knappe Minute. Dann um 45 hier schreiben, dann beginnt das erste Spiel. Wer hat Angst vorm Affenkopf? Wird gespielt auf Himmelsdorf. Ja, mein kleiner Fanboy Gero ist auch wieder dabei. Der bewundert mir jede Woche meine Bilder. Wer hat Angst vor Waffenkopf ist im Prinzip 5 Minuten lang wegrennen mit dem T1-Panzer, sich verstecken und nicht sterben. Wer am Ende der 5 Minuten noch lebt, der kriegt den ersten Punkt des heutigen Abends. Wir spielen 5 Spiele insgesamt. Das heißt, für jedes Spiel kriegst du maximal einen Punkt. Die Ergebnisse, wenn du jetzt in einem Spiel einen Punkt gewonnen hast, machst du dann einfach einen Screenshot von dem Spiel, schreibst danach alles zusammen bei uns ins MoreWoT Forum. Am besten auch mit deinem Ingame-Nick, damit wir den Gewinner nachher zuordnen können. Und wir haben ja auch diese Woche gestern, montags machen wir das immer per News, geben wir dann die Gewinner bekannt. Und das Gold kriegt ihr dann automatisch, falls ihr den richtigen Ingame-Link angegeben habt. Das ist gar nicht so einfach, da haben auch schon welche geschafft, das eben nicht hinzukriegen. Auch das Gold automatisch auf einen Account drauf. So, jetzt bin ich mal kurz gespannt. Da kommen schon die ersten Hiers. Das war auch pünktlich, jawohl. Dann, ja, jetzt, Mike, musst du mal kurz quatschen, weil ich muss Ja, jetzt mal eben alle Namen eintippen. nee, das ist gar kein Problem. Wechseln wir uns immer ab. Du hast es ja auch gerade sehr schön gemacht, wo ich nochmal mein OBS irgendwie kurz streicheln musste, damit es dann doch so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben.
Aber ich habe gedacht, dass der Phil da den Strich macht. Welchen Das Strich? habe ich jetzt gedacht, dass Uhrzeit angesagt wird und dass wir das so wie bei den anderen Events auch machen, dass dann dieser Strich kommt und ab da dann das alles darunter gilt. Ja gut. Ach so, Ja, unser das. Backoffice. Nee, das Ja, hat bis jetzt das. eigentlich so gut funktioniert, dass einer immer auf die Uhrzeit guckt, was ich jetzt ja gemacht habe, und dann im Prinzip ins Spiel reinklickt und alles, was dann kommt. Ich sehe ja, du siehst ja auch die Zeiten, wann die geschrieben wurden. Das hat eigentlich bis jetzt immer funktioniert. Ja, sieht ziemlich gut aus. Sollte eigentlich soweit alles klappen. Ja, ich bin mal So. gespannt, wie es heute ist. Ja, meine erste Show hier mit dem Affenkopf. Erste Mal Spieleabend. Und ja, bin echt mal gespannt, wie das heute Abend so alles nachher im Nachhinein aussehen wird. Ob wir das alles gut gemeistert haben. Aber ich habe da echt, also ich glaube, das wird schon. Habe ja hier den Profi an meiner Seite und und dann Lade ist alle alle Gold und gut. dann rushen wir ihn. Nee, das machen wir nicht mehr, Gero. Das Genau. ist mir nämlich schon mal passiert. Da bin ich noch mit meinem Panzer 3 rumgefahren. Und dann haben sich alle 15 T1-Panzer in einen Hinterhalt gestellt. Und meinten dann, mich abzuschießen. Haben sie auch geschafft. Fand ich ziemlich mies. Seitdem fahre ich nichts mehr unter Tier 6. So, Einladungen sind alle raus. Eventuell, falls ihr keine Einladung von mir gekriegt habt, einfach nochmal gucken, ob ihr den Haken drin habt. Dass nur Einladungen per Friendslist gelten. Ansonsten müsst ihr mich eventuell auf die Friendslist reinpacken. Dann klappt das auch. Ja, da kommen sie alle schon. Und ich ziehe euch natürlich nur rein, wenn ihr den richtigen Panzer habt. So, wir haben 29 auf dem Stream, aber ganz wenig nur im Channel. Scheint also doch immer noch ein interessantes Abendprogramm zu sein, dass die Leute nur zuhören und nicht mitspielen selber. Also, falls ihr zuhört und noch mitspielen wollt, wir haben noch genug Plätze frei. Joint dazu einfach ingame auf dem EU1-Server, dem Channel MoreWoT, und schreibt im MoreWoT-Channel hier. Ich würde sagen, wir haben jetzt 9 Leute, 6 Plätze sind also noch frei. Wir warten noch mal eine Minute. Ja, vielleicht traut sich ja noch jemand. Oder sie haben echt Genau. alle Angst vor dir. Ah. Ja, mal gucken, was wieder passiert, wie sie es diesmal anstellen. Ich habe ja immer noch das Handicap, dass ich am Anfang immer erst dich abknallen muss, beziehungsweise den Max dann, dass ich nicht ganz so schnell losfahre, wie ich mir das wünsche. Ich kann ja nebenher fahren und dann schießt du mich einfach dann ab, dann hast du so einen kleinen Schwung schon. Ja, ich hab ja festgestellt, der Kommel ist aus der Fahrt total sehr genau. Naja, nicht wirklich. Ach. Dafür ist er schneller als die anderen, die ich bis jetzt ausprobiert habe. Ich würde ja immer noch gerne den Panzer 3 nehmen. Das Problem ist nur, dass die mir den dann wegschießen. Da haben wir noch Zwei zwei Stück. Leute, die mitspielen wollen. Perfekt. Einladung kommt. Es ist spaßiger mitzuspielen. Gut, ich kann das leider nicht beurteilen, da ich noch nicht mitgespielt habe. Ja, du darfst ja auch nicht mitspielen. Ja, so ist es leider. Ich wäre auch gerne beim Race Wars mitgefahren, aber da wurde mir sofort gesagt, nein. Du kannst ja doch, mach das doch einfach mal so, dass du dich als Streckenposten einteilen lässt und die einfach mal den Leuten einfach hinterherfährst. Oder wir können ja auch mal so, wie wir es halt ab und zu machen, wenn wir die Strecken testen, machen wir so ein Private Race. Da Ja, kannst du da ja auch bin ich ja mitmachen. sowieso schon zu eingeladen, da bin ich ja schon am Start. Süß. So, dann würde ich sagen, ihr habt jetzt auch noch die Gelegenheit, in euren Clans, in euren Communities und so weiter Bescheid zu sagen, fürs nächste Spiel. Also wir fangen jetzt hier gleich an. Aber noch ist der Abend ja nicht vorbei. Nach dem Spiel kommen noch 4 weitere. Also, falls ihr noch Mitspieler findet, sagt denen jetzt Bescheid, wir starten das erste Spiel. Gibst du mir den Countdown? So einfach runterziehen oder wie macht ihr das selber? Ja, 3, 2, 1 und dann drückst du auf Video und ich halte meine Klappe. Das fällt heute aus. Ah, okay, dann Ja, das, weil starten wir das, so. ja, das ist, mein OBS ist heute irgendwie nicht so sehr zufrieden Okay, mit ich starte mir. jetzt Ja, in dann 3 Sekunden, machen bevor wir jetzt so. hier noch mehr Taktiken kommen. Ja. dann machen wir das 3, 2, 1. Na? Ah, ich wollte gerade sagen. So, das Ja, wir müsste. haben ja auch immer noch eine kleine Verzögerung zueinander, da, oder? Ja, das. Ja, minimal. So, jetzt muss ich gleich gucken, ob das da oben passt, weil das passt, glaube ich. Ah, das ist alles nicht. Das ist. Doch, ja, nicht ganz, nicht hundertprozentig, aber fast. Ah, gucken wir mal ganz Wenn kurz, es noch was ein denn. bisschen runter, Chris. Das muss.
Muss das runter oder wo ist denn die Uhr überhaupt? Nee, das ganze Spiel ist hier noch viel zu Ja, das ist groß. zu weit oben. Also du müsstest quasi das Bild ein bisschen kleiner quetschen. Aber ich verstehe halt nur nicht, warum. Also, guck dir das mal an, das ist doch. Ja, ich sehe es. Ja, dann müssen wir das halt. Das geht Erstmal halt. muss ich dich jetzt abknallen. Ja, Los das geht's! kann vielleicht auch daran liegen, dass ich vielleicht heute Das den. war's für uns. Raus hier! So schnell verliert man. Wie gesagt, Nee, du. das heute passt gar nichts. Ich habe noch kurz. Ich switch mal auf dich. Und ich habe die Race Maps da drin, so Nee, ne? du bist nicht auf mir, so. Ja, du hast So. die Race-Maps, natürlich. Ah. Wenn du jetzt nochmal neu starten willst, wird es spannend für die anderen, damit die sehen dann nämlich nicht, wo ich langfahre. Nee, das lassen wir, sonst ich habe heute von meinem OBS ein bisschen genug. Oh, guck, wer da kommt! Ja, Wer hast du kommt denn schon da? ersten zwei. Da Oh, da habe ist ich so noch doch die einer. ersten beiden und da unten ist noch einer. Den merke ich Ah. mir für gleich. Oh, das sind da ganz Ah. viele mehr. Das gefällt mir aber. Da wurdest du sogar von hinten gerade beschossen. Oh, flup. Ah, da hinten sind noch mehr. Ah, die warten auf dich. Ich glaube, die haben das Spiel Ja, nee, gerade ich habe falsch letztes Mal verstanden. gemerkt, dass es eine Taktik war, dass alle über den Berg gefahren sind. Ja. Und das genau das versuchte ich gerade zu abusen. Und jetzt habe ich hoffentlich alle vom Berg runtergecached. Wow, Oh, ich habe schöner mal aus der Schuss. Fahrt getroffen. Wahnsinn. So, Schöner und jetzt habe ich Schuss. hier nur drei Boah, da Jungs. fährt er auch direkt auf dich zu. Ja, das ist jetzt vielleicht nicht so die ganz clevere Variante. Nee. Aber jetzt natürlich wissen die anderen ja jetzt, wo du bist. Mal gucken, ob da wie viel da überleben. Ja, aber bis jetzt habe ich noch nie so viele in so kurzer Zeit erwischt. Okay. Mein Rekord liegt übrigens bei 9 Kills bei 15 Mitspielern. Nicht schlecht. Oder waren es 8? Meine 9 waren es. Aber das schaffst du. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich weiß zumindest, wo gerade einer rumfährt. Aber ich muss Achso, gerade. Campen ist übrigens verboten, Jungs. Aber das wisst ihr ja, glaube ich. Genau, der fährt auch schon raus. Sehe das gar nicht. Ich probiere das jetzt hier nochmal ganz kurz einzustellen. Das nervt mich gerade. So ein bisschen. Das geht nicht. Doch. Nee, geht nicht. Naja, müssen wir da heute so ein bisschen Vorlieb mitnehmen. Das geht leider nicht anders. Tut mir auch leid. Ich habe keine Ahnung. Ah, da haben wir doch schon den nächsten. Ah. Ne, ich glaube nicht, dass das. Kann das an dem neuen Nvidia-Treiber liegen? Meinst du? Ja, ach, das habe ich doch in dem Links auch schon geschrieben. Echt Wenn du jetzt? den Dev-Block, ja, dieses MoviOT, DevTalk und so weiter, die haben mit dem neuen Treiber, den 3.10.18, glaube ich, war das. Ne, 320 habe ich schon drauf. Du hast schon den 3.20 drauf, Der, ich da habe eine muss ich nochmal Meldung gucken. bekommen. Okay, was ist denn damit? Das ist aber ein Beta-Treiber, also das ist der ganz, ganz neue. Das müsste der ganz, ganz neue sein. Ja, okay, mein Wissensstand ist ungefähr 5 Tage alt, aber laut Wargaming gibt es mit dem 18er, den haben die noch nicht selber getestet, also Wargaming an sich. Das heißt, da könnte es noch Probleme mit geben, und es gibt immer noch diesen Crashbug mit Nvidia-Treibern. Okay. Crashbug heißt, wenn du in der Garage im Forschungsbaum bist, und dann zurück einfach auf den Desktop fliegst. Beziehungsweise wenn du aus dem Forschungsbaum in einem Zug bist und bist in deinem Forschungsbaum und einer aus dem Zug drückt dann auf Start und dann fliegst du auf den Desktop. Ah, okay. Den Bug gibt es noch. Aber laut Wargaming ist das ein Nvidia-Problem und kein Wargaming-Problem. Ich weiß jetzt nur nicht, ob die selber zu faul sind, sich den rauszuprogrammieren oder ob die das einfach nur. Also keine Ahnung, ob das stimmt oder nicht, weil man weiß ja von Nvidia, dass die das eigentlich immer recht zügig machen. Naja, vielleicht hat mein OBS damit ja auch gerade Probleme, weil ich habe den circa eine Stunde vor der Sendung, glaube ich, runtergeladen. Oh ja, das kann Aber natürlich gut, sein. der Test lief ja natürlich eigentlich auch wunderbar, aber ja, das ist Ja, wieder das ist dieses eigentlich Technik. wunderbar, ne? Das ist diese Technik und ich funktioniere heute und dann funktioniere ich doch nicht. Kann natürlich auch sein, weil ich jetzt World of Tanks im Fenstermodus habe. Oder? Das hat der im Tribun aber eigentlich auch immer, das weiß ich von ihm. Ah, okay, gut. Da bin ich mir eigentlich zu. Ja klar, sonst könntest du jetzt ja gar nicht so ziehen. Wie meinst du das zu ziehen? Ja, das WOT selber im Fenster so zusammenquetschen, weißt du, was ich meine? Im OBS? Oder wie? Ja. Ja, doch, das geht auch im Vollbild. Ah, Das okay. ist einfach nur halt wie ich das hab. Naja. Ja, diese Technik. Kurz vor knapp die Sendung vorbereitet, alles läuft.
Stream an. Ja, Alles wie geht gesagt, kaputt. danke auf jeden Fall nochmal, dass du da auch überhaupt mitmachst. Sonst könnten wir die Sendung ja gar nicht zum Laufen kriegen. Ja gut, ihr habt auch mal eine Sendung von mir Jetzt muss ich auch übernommen, noch snipern. ne? Ah, kriegst du das mit dem hin? Drei Ziele. Ey, Ja, ich bin Affenkopf. sehr schön. 6 Sekunden noch. Nein! Der überlebt das. Nein! Na Hast du doch. ein Schwein? Mann, Ja, das gibt's das. ja gar nicht. Naja, GZ, Glück gehabt auf jeden Fall. Wahnsinn, echt? Aber Da hat einer natürlich. richtig Schwein gehabt. Wer war das denn? Ich habe nur die Das HP war geupdatet. STR90, GZ. Also dann GZ an die ersten Gewinner. Honest Violence, Dejero, Major King und STR. Richtig Schwein gehabt gerade. Ja. Also macht euch den Screenshot. Ich mache ihn selber auch nochmal fürs Forum. Aber behaltet den bitte selber auch. Ja, richtig, richtig viel Glück gehabt. Ja, 5 HP. GZ an die Gewinner. Aber so Nicht kann's schlecht. gehen. Ja, Respekt, also. Da hättest du dir echt mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, gut, dass ich den nicht töte, tut mir leid. Und der eine ist ja direkt weggefahren. Ich habe auch leider auf dem noch keine Lampe, muss ich dazu sagen. Das heißt, ich glaube, ich bin auch erst nach dem Schuss aufgegangen. Okay. Das Ja. heißt, der erste Schuss war free. Naja, egal. Auf jeden Fall GZ, also an unsere Gewinner. Glücklichster Spieler der Runde. Ja, da ja, das ist auch so eines der Probleme beim Cromwell. Der macht nicht immer genug Schaden, um eine T1 zu one-shotten. Meist schon, aber du hast ja gesehen, 5 HP bleiben manchmal noch über. Und in die Luft fliegen wolltest du ja gerade auch nicht. Also, naja. Aber was Ja. mich jetzt ein bisschen wundert, den Gero habe ich nicht gefunden. Den hätte ich ja gern, das ist ja immer mein Lieblingsziel. Naja. Na, ich glaube, der hat den Stream beobachtet und hat dann gesagt, komm, der ist da hinten, da fährst du mal ganz woanders hin und Ja, der ist ja immer ein bisschen tricky. So, ja, wie gesagt, erstes Spiel vorbei. Wir kommen zum zweiten Spiel. Jetzt muss ich mal eben gucken, was ich mir da aufgeschrieben habe. Das kann ich dir sogar, glaube ich, fast sogar sagen. Ich habe das ja alles auch irgendwo. Bei mir steht Arti Hage. Arti Hage, Ja. Spiel 2. Genau. So, das heißt, wir brauchen von euch ganz, ganz viele Artillerien bis maximal Tierstufe 4. Wir haben 3 T-50-2 für euch als Zielscheibe. Die lade ich auch gerade mal eben ein. Genau, und der Mike wird das als Feldbeobachter mit der Artillerie von oben beobachten. Ich hoffe, dass mein Crosshair klappt. So wie sonst immer. Also ohne, so wie beim Race Wars. Ich habe das vor der Sendung Einfach doch V schon. drücken. Nee, ich habe das, ja gut, dann siehst du halt die Namen aber nicht mehr. Achso, ja, doch, genau, das war das Und Problem. ich habe ja von Sky, glaube ich, so ein spezielles, ich glaube, er hat das gemacht, ein spezielles Crosshair gekriegt für die Arti, die fast durchsichtig ist. Also du hast nur wirklich diesen grünen Streifen, der dir sagt, ob du da irgendwie vielleicht gegen eine Hauswand oder so oder ein Haus im Weg ist. Und der Rest ist einfach weg. Das ist Ja, einfach nur es genial. gibt so minimal Interfaces auch, wo du für Streamer, ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, wie die heißen, aber die habt ihr bestimmt auch. So, ich habe unsere, genau, ich habe noch keine Uhrzeit genannt, erstens das. Ich habe auch unsere Statisten gerade schon mal eingeladen, die haben nur noch nicht angenommen. Genau, Countdown für Spiel 2. Was nehmen wir denn da? Wir haben jetzt 18:59 Uhr, da würde ich sagen, bietet sich 19:05 Uhr an. 5 Minuten Countdown, also 19:05 Uhr ist der Countdown, für alle, die es nicht mitgekriegt haben, auch nochmal im Channel. 19:05 Uhr nach Uhrzeit.org, genau, der Giro hat es auch schon im Chat geschrieben. Für alle, die gerade neu eingeschaltet haben, ihr seid auf dem MoreWoT Spieleabend. Wir machen 5 Minispiele, eins ist schon vorbei. Ihr könnt Gold gewinnen, für den ersten Platz ist 2000, für den zweiten 1500, für den dritten 1000 und für die Plätze 4 bis 8 immerhin noch 500 Gold. Ihr könnt hier pro Spiel, wir machen 5 Minispiele insgesamt am heutigen Abend, wie immer eigentlich, jeweils einen Punkt maximal gewinnen. Das heißt, auch wenn ihr jetzt gerade noch eingeschaltet habt, 4 Spiele sind noch zu spielen, es ist noch alles offen, alles ist möglich. Und wir sind beim zweiten Spiel, dem Artilleriehagel oder Artihagel, wie wir ihn umgangssprachlich nennen, wird gespielt auf der Karte Malinowka. Ist im Prinzip ganz einfach. Ihr startet oben auf der Karte. Das kann der Mike bestimmt auch gleich nochmal mit der Maus zeigen. Ihr startet bei dem roten Kreis sozusagen und dürft maximal bis zu dieser Zaungrenze da vorne vorfahren. Die 3 Witzig. T-50-2 als Zielscheibe werden auf der freien Fläche vor euch rumfahren und ihr dürft diese abschießen. Ich hoffe, ich habe Dabei das gilt jetzt. es.
Bitte? Entschuldigung, erzähl du erstmal weiter. Dabei gilt es, gibt es für jeden Abschuss einen Punkt und wir vergeben einen vierten Bonuspunkt für denjenigen, der zwar keinen Abschuss gemacht hat, aber der danach noch den meisten Schaden verursacht hat. Das heißt, auch wenn ihr keinen getötet habt, ist es immerhin noch möglich, dass ihr da den Punkt kriegt. So, jetzt muss ich mal eben kurz unsere Links hier wieder raushämmern. Für Leute, die einfach den Trainingsraum so finden. Ich war heute mal cleverer und habe den Trainingsraum eher aufgemacht, damit auch der Trainingsraum sofort oben unter den Top 50 ist. Ja, gerade eben, wo ich dich unterbrochen habe, habe ich halt nur gehofft, dass ich das richtig angezeigt habe. Also wo die T50 fahren oder T52 auf jeden Ja, Fall. hab ich schon gesehen. Ja. Ja, unterbrech mich ruhig. Wie gesagt, gar kein Problem. Nicht schüchtern sein. Hat der Armin ja gerade auch schon geschrieben. Ich bin da Ja. genauso drauf. Nee, ich bin halt nicht einer, der jemand unterbricht, wenn er redet, weil das waren ja halt auch gerade die Regeln und warum, das ist halt ein bisschen doof, wenn man Leute dann unterbricht. Also ist meine Meinung. Ja, ich glaube, der Max ist mit seinem Fake-Account unterwegs. Da heißt einer TripTube und möchte mitmachen. Hat er einen Fake-Account? Nein, nein. Und Achso. selbst wenn, würde ich das jetzt hier nicht laut sagen. So, also wir haben, wie gesagt, den Countdown, was hatten wir gesagt? 18:05 Uhr. Wir haben Genau, noch, 3 Minuten circa. ja, noch, ja, wenn ihr die, denkt an die 10 Sekunden, also noch ungefähr 2 Minuten 40 Sekunden, wenn ihr meine Stimme hört. Also genau, beim nächsten Ton ist es, nein, Bing, also jetzt. Dann könnt ihr mitmachen. Arti bis Tierstufe 4, genau. Also nochmal die Regeln erklärt. Artillerien dürft ihr alle Artillerien nehmen bis Tierstufe 4. Das heißt, ihr dürft auch selbstverständlich eine Bison nehmen, ihr dürft auch eine Su-26 nehmen, ihr dürft auch eine Grille nehmen. Aber ihr dürft keine Hummel mehr nehmen, ihr dürft keine Su-8 mehr nehmen. Ja, also bis Tierstufe 4 dürft ihr alles nehmen, was ihr habt, was ihr wollt. Countdown ist, wie auch schon alle im Channel geschrieben haben, 19:05 Uhr. Ja, ihr seid, achso, falls ihr nur auf dem Stream seid, joint ingame den Channel MoreWOT auf dem Server EU1 und schreibt um 19:05 Uhr einfach hier in den Chat, dann lade ich euch auch alle in den Trainingsraum ein. Ja, ich bin der Einzige, der die größere Arti nehmen darf. Ja, genau, Meine zum Lieblingsarti. Zugucken. Die haben 40, 43 macht schon Spaß. Hast du die auch? Nee, meine höchste Ari ist die Objekt 212. Damit habe ich bis jetzt bösartige Erfahrungen gemacht. Also das Okay. Ding macht richtig Spaß. Ja, das habe ich von der M4043 auch. Also letztens ES8. One-Shot. Boah, hab ich Ja, gefeiert. ich hab ein ST1, also ich habe schon ganz viele One-Shots gemacht. Wobei ich, das Witzige an meinem Ding ist, ich habe damit erst sechs Gefechte gemacht, weil ich mir die vorgestern erst geholt habe. Aber ich habe schon einen Durchschnittsstand von über 3000 und 12 Kills. Unter anderem habe ich damit einen ST1 gewonshottet und einen Jagdtiger. Das macht richtig Laune. Ja, ich wurde gerade angeschrieben von jemandem, der dann sagte, oh, die M40 ist nice. Ja, bin ich der gleichen Meinung. Das Ding ist einfach nur bombastischer Schaden. Das ist unglaublich. Wie viel Schaden macht? Macht die schon genauso viel wie das Objekt? Wie das? 1850 maximal. Ja, das ist ja genauso wie bei den Russen noch. Die T-92 haut da nachher richtig raus, ne? Mit den 2,4. Aber das ändert sich ja alles zum Patch. Nachzulesen, was sich im Patch bei den Artillerien ändert, alles auf morewot.de. Ja, Uhrzeit-Test ist noch nicht 19:05 Uhr. Wir haben 19:04 Uhr und wenn ihr das hört, 35 Sekunden. Das heißt, noch knapp 20 Sekunden Zeit. Also noch die Hears, die jetzt schon kommen, sind noch nicht relevant. Jetzt hat der TripTube mich selber, der Max will mich heute trollen, das ist bestimmt Max Fake Account. Jetzt hat der TripTube mich in ein Übungsgefecht eingeladen. Ganz toll. Treu. So, bin ich mal gespannt, wie viele gleich wieder mitmachen. Ja, der Channel füllt sich langsam aber spärlich. Das ist jetzt die Frage, wie viel haben wir auf dem Stream? 35. Gut, der Stream steigt kontinuierlich, aber irgendwie. So, da kamen die ersten Hears innerhalb von 58. Das ist bei mir innerhalb der 3 Sekunden Toleranz. Das heißt, die ersten Das. Einladungen zählen. Von Genau. 58 an, also von Effekt X. Oh Gott, X-Fact 97 ist der erste, der zählt.
Ja, und tut mir nachher einen Gefallen, wenn das Spiel vorbei ist. Sucht mich nicht. Weil ich ertränke mich nachher selber. Da braucht ihr mich nicht abschießen. Und verlasst am besten ganz zügig dann das besagte Spiel, damit wir gleich mit dem nächsten weitermachen können. Das Problem Ja, haben der wir Max fährt nämlich. immer direkt am Anfang an die Klippe dran, beziehungsweise Ja. so auf dem Weg dahin, weil wir das Direkt. Spiel ja sofort starten. Deswegen geht das eigentlich mit dem Ertränken immer recht schnell bei ihm. Naja, das werde ich gleich genauso machen. So. Der Major King hat einen T1. Das ist aber das falsche Fahrzeug. Ja, da achtest du am besten auf. Major King 77. Ne, Major King Tiger heißt er, glaube ich, ne? Genau, ja, das ist mit dem, der mich auch gerade angeschrieben hat. Ja, Genau, hat er schon gewechselt. einfach nochmal wechseln. Die Regeln sind im Prinzip ganz einfach. Genau. Du darfst maximal bis zu dieser Holzbegrenzung vorfahren. Ich zeig das nochmal. Und ja, genau, das zeigt der Mike gerade auch mit der Maus auf dem Stream. Maximal T4 Artillerie darfst du nehmen. Und ja, dann schieß auf alle T-52, die du siehst. Keinen Teamschaden selbstverständlich machen, also ihr dürft euch nicht gegenseitig abknallen, sondern nur auf die T-52 ballern. Für jeden Kill gibt es einen Punkt, allerdings einen pro Spieler begrenzt. Wenn ein Spieler zwei Kills machen sollte, dann wird der nächste Punkt auch nach Schaden vergeben. Das heißt, die beiden nächsten Punkte vergeben wir dann nach Schaden. Also in der Regel haben wir drei Punkte zu vergeben durch Kills und einen Punkt zu vergeben durch Schaden. Das heißt, vier Punkte sind hier maximal zu gewinnen. Für jeden, der einen Abschuss hat, beziehungsweise für den vierten dann, der da am meisten Schaden noch gemacht hat. So, wir haben immer noch sechs Plätze frei, genau wie beim ersten Spiel. Das ist auch fast genau die gleiche Besatzung wahrscheinlich. Habe ich einen vergessen? Ich hoffe nicht. Nö, das ist. Wie gesagt, ab Exfekt zählt's. Pipo haben wir auch Ich guck drin. gar nicht. Luke, Gero, Major King, Gordon, Freeman, Ist er da? Ja, ist Batalon ganz Hero unten. habe ich auch. STR 90 ist auch schon drin. Falco the King ist noch nicht drin. Doch, ist ganz oben Doch, auch drin. Luke da. ist drin. Major, Genau. ja, okay, passt. Der Dann haben Haus, wir alle. Haus 2 ist auch da mit, ich glaube, der ist auch einer aus dem Stream, glaube ich. Ist er Ja, aber da? hat nicht im Channel More VOT hier geschrieben. Ah, okay. Ja, Finde das ist ist er nicht natürlich. frei. Nee, nee, hat er. Er ist auch gar nicht drinne. Wo kann man nachlesen, was sich in VOT ändert? Du gehst bei uns auf die Homepage unter News. Also du bist jetzt ja auf dem Stream, dann gehst du auf News. Bitte mit Rechtsklick im neuen Tab, sonst machst du den Stream nämlich zu. Und dann scrollst du einen Tacken runter. Und zwar ist das, glaube ich, auf der zweiten Seite mittlerweile. Da findest du da findest du ganz viele Threads. Und zwar einmal die Änderung der Game-Mechanik an sich. Du kannst dir aber auch die Dev-Blogs von mir angucken, also Gerüchte, Dev-Talk und More WoT. Bin ich mittlerweile bei Kapitel 7 angelangt. Da stehen interessante Sachen drin von den Entwicklern über QA aus dem Forum und so weiter. Und auf der zweiten und dritten Seite, die dritte Seite besteht wahrscheinlich only aus Änderungen in Patch. Ja. Da gab es mal einmal 13 News auf einmal, weil ich nicht alles in eine News gepackt habe, sondern für jede Nation extra. Also auf der dritten Seite ist fast nur noch Patch-Änderungen im Patch 8.086. Und in allen Dev-Blogs von mir findest du auch alles weitere, was da geplant ist. Beziehungsweise es gibt noch eine News über die Game-Mechanik-Änderungen. Genau, Änderungen der Spielmechaniken auf Seite 2. Da hast du, glaube ich, jetzt erstmal bis morgen zu lesen. Ja, der So. Honest Violence hat nochmal hier geschrieben. Honest Violence möchte auch mitfahren. Na gut, ausnahmsweise. Eigentlich könnte ich dich auch schon in meine Friendslist packen. Wen So oft wie mich? du hier. Nein, Honest Violence. So oft wie der hier immer mitspielt. So, dann würde ich sagen, dann gib mir gleich mal den Countdown. Ja, dann starten wir in 3, 2, Warte, warte. Honest achso. Violence fehlt noch. Ich habe ihn gerade eingeladen. Achso. Lassen wir ihm nochmal die Ah. 30 Sekunden Zeit. Guck, ich bin wieder hier viel zu schnell unterwegs. Nein, naja, kein Stress. Ja, ich bin das halt von Race Wars gewohnt. Da geht es halt immer wirklich Schlag auf Schlag. Was haltet ihr von dem neuen Premium-Panzer? Was für einen Den Premium-Panzer? 112er. Der Artikel ist schon fast fertig geschrieben. Er kommt wahrscheinlich morgen oder heute Abend noch. Je nachdem, ob ich Ace Hero spielen muss oder nicht. Wahrscheinlich dann morgen.
Das wird ein neuer Tier 8 von den für die Chinesen. Da gibt es auch einen schönen Vergleich gegenüber dem IS-6 ist das, glaube ich. Genau. Aber wie gesagt, der Artikel ist fast fertig. Wenn ich heute kein SUV war, kommt er heute. Wenn nicht, dann kommt er morgen. Okay. So, dann, ja, Honest Wildlands Ja. möchte nicht, ich habe ihn eingeladen. Obwohl er hier geschrieben hat. Obwohl er hier geschrieben hat, dann würde ich sagen, dann gib mir mal einen 10 Sekunden Countdown. Okay. Dann drücke ich auf Go. Wetten, da verzähle ich mich gleich. Ach Quatsch. Ja, Ich dann, glaube dran. okay. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. So, jetzt kann ich mir Jawohl, hier kommt das. der Startschuss. Oh, jetzt sehe ich es gerade noch im Chat. Bubeleich, nee, dieses Spiel fängt gerade an. Wir sind beim Artihagel, guck's dir an. Beim nächsten Spiel bist du auf jeden Fall dabei. Dazu kannst du jetzt schon mal im WoT selber auf dem EU1-Server in den Channel More WoT selber joinen. Das erklärt der Mike dir gleich auch live im Bild, wenn wir hier aus dem Spiel wieder raus sind. Deshalb zuhören und genießen. Für alle die Teilnehmer in-game, es geht sofort los. No. Und wenn ihr den Philly wieder als erstes abknallt, wäre das super. Hier, ich zeig mal ganz schön auf meine stolze Arti, das ist. Ah. Ja, denk an deine Vogelperspektive. Achso, du kannst Ja, jetzt nochmal eintwitchen. Ja, guck, da sieht man jetzt Entschuldigung. dieses perfekte Race Crosshair. Das ist halt Ja, ich echt sehe, auch genial. hier gibt es eine Strecke. Mein Gott, welche habt ihr jetzt mittlerweile alle Karten als Rennstrecke schon? Ich glaube schon, dass es hier mit dem fiesen, ekelhaften Planet Kizeh, wo halt wirklich viele ertrunken sind am Anfang. Ach, wo man durch eine Das. Stelle muss, wo man ertrinken kann. Ja, Oh, Philly heute natürlich. ganz mutig und offensiv. Da haben wir die ersten Gegner. Ja. Ich würde ja gerne mal zurückschießen dürfen. Ja, so, ich bin über den T50 zu, dann wollen wir mal gucken. Ja, da bin ich jetzt offen gegangen gerade. Chrome fährt natürlich ganz weit hinten Warte. diesmal, weil er letztes Mal gewonshottet wurde, glaube ich, direkt zu Anfang. Neben Phil ist auch gerade Das einer eingeschlagen, ist sehr natürlich auch knapp. eine Taktik. Ja, bin ich mal Die gespannt. Hasenfußtaktik, ja, hier knallert es gerade rein. Das war von Gero eine Grille, die mich angehittet hat. Und noch einer? Was machst du Ja, denn das ist mein da? Komm. Richtschütze gewesen. Da scheiße ich heute mal drauf. Den brauchen wir nicht. Ganz knapp hinter dem Phil eingeschlagen. Da steht auch genau vorne der Gordon. Ja! Oh, du steht. Oh, ja, da hat sich einer auf Fest. mich eingeschossen. Ich weiß auch, wer das ist. Ja. Und das war es Wups. leider. Da war er auch, der Gero. War das der Gero? Ja. Tatsächlich, das war der Gero. Das kriegt er nachher zurück. Also ich bin Jetzt dafür, bin dass ich er zuerst jetzt gestorben. Hat der Fili euch disqualifiziert. bestochen? Nee, der fährt einfach nur ein beschissener, glaube ich, heute. Mann, 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 Mann. Wenn das so anguck. Ja, der fährt ganz weit hinten, genau wie Chrom. Also also am Anfang weiß ich noch, wo ich mit der Sarah und Zecke, glaube ich, war. Das waren wir Phil das erste steht. Mal. Da sind wir ganz weit vorne gefahren. Und das hat eigentlich viel mehr Spaß. Also ich finde, das hat mehr Spaß gemacht. Also als dieses Hasenfuß. Guckt euch den Chrom an, wie weit der da wegfährt. Das ist unglaublich. Der nutzt, glaube ich, auch ein bisschen so den Phil als Deckung, oder? Aber der Chrom, der ist Ja, ganz ich schön glaube, die am nutzen sich. Rutschen. Die versuchen sich sogar, glaube ich, gegenseitig jetzt Deckung zu benutzen. Ah, ich könnte so ein. Das gibt es ja gar nicht. Ah, Jetzt nee, fährt der am. Philly ganz nach hinten. Nee, der Chrom ist das. Ja, der Das Chrom, gibt's ja ja. nicht. Ah, der Phil liegt auch sehr unter Beschuss, aber ich. Das war knapp. Er hat Chrom Glück gehabt. Ja. Aber der Gordon Freeman macht's genau richtig. Der fährt so nah wie möglich dran, wie er darf, damit die Ja. möglichst Geschossflugzeit verkürzt ist. Luke steht auch ganz vorne. Hat er aber auch. Ganz schön. Ja, schön in einer Reihe da hinten. Also, umso weiter du wegstehst, umso länger brot das Geschoss, ne? Kann ich dann Oh so ja, sagen. klar, da braucht man dann viel mehr Glück, beziehungsweise muss weiter vorhalten und dann wird es ja immer ungenauer. Beziehungsweise in der kurzen Zeit, die sind ja flink und wendig. Ja. Dass die dann in dem Moment Ausweichbewegung machen. Oh, da hat Zack, der zack, zack, Chrom da hat es Schaden Chrom genommen. ein bisschen angehittet. Von der Franzosen Ari, vom Major King Tiger hat ein bisschen Schaden gemacht. Ah, okay. Es ist unglaublich, Chrom kriegt 17 Schaden und fährt wieder 50 Meter weiter nach hinten. Oh, da hat's Philly fast komplett zerrissen. 3 HP hat er noch. Also da reicht jetzt wirklich ein minimal Splash. Ich gehe Ja. davon aus, jetzt wird sich erstmal jeder auf Philly konzentrieren, damit er mit dem nächsten Splash halt ihn einfach wegholt. Das ist Ja, ein da leicht sind sie. verdienter Punkt. Da. Aber Philly fährt noch. Philly fährt noch. Chrom kann sich jetzt eigentlich gemütlich zurücklehnen und so lange warten, bis Philly tot ist. Dann braucht er sich erst wieder anstrengen. Aber Philly fährt immer noch. Und er bewegt sich immer weiter dahin. Das sind Ja. Hasenfüße, die haben sich abgesprochen. Du Ja, hast den Affenkopf mal garantiert. nach vorne fahren. Nö.
Klar, warum? Warum die Unglaublich. beide, wenn du als erstes draufgehen kannst, ne? Ja, genau, das hat Ja. Billy erstes Mal aufgezogen. Jedes Mal, wenn er mitgefahren ist, ist er als erstes gestorben. Okay. Und jetzt hat er es mir mal zurückgegeben. Oh, da ist er weg Da, von dem. oh, Ex-Effekt, Ja. Ex-Effekt mit der Grille hat Philly erwischt. Und da fährt So. nur noch Chrom einsam seine Runden. Und jetzt darf er mal zeigen, was er kann gegen 9 gegnerische Artillerien, die da im Dauerfeuer quasi auf ihn draufhämmern. Ich würde ja auch gerne mal, aber ich darf ja leider nicht, weil ich habe einigen Mal in meinem Stream bewiesen, dass ich Arty fahren kann. Auf dieser Map M12 gegen T50-2 aus circa 300, 400 Metern, drei Schuss ab, nee, vier Schuss abgefeuert und drei One-Shots gemacht. Dann hieß es ja, du hast irgendwelche Mods an oder dergleichen. Und er hat gesagt, nee, es ist einfach nur Können. Die Mods funktionieren, also wie Cheats in WoT funktionieren, das kann ich ja nochmal Ja. erklären, aber das mache ich lieber nicht öffentlich. Das funktioniert so nicht. Richtig. Selbst wenn er cheaten würde, Oh! würde das. Ah, da hat's wieder. Fipu! Pipo! Mit der Grille. Sauberer Schuss. Auf Chrom. So, Mike ist sich am Versenken. Jo, ich bin Macht bitte dabei. keinen Team-Damage, der ist in 2 Sekunden ersoffen. Ah, Dann haben wir auf 10. jeden Fall schon mal 3 Punkte an X-Effekt, an Pipo und an Gero. Guck mal, der halbe Panzer guckt raus und ich bin da mal trinken. Das ist ja lächerlich, oder? Ja, gut, aber der Fahrer ersäuft, ne? Also, ich meine, gut, Ja. der sitzt ja unten drin, ne? Nicht Ja vergessen. gut, wieder raustreten, nächster. Guck mal, da schlägt neben mir so ein Ding ein. Ich verstehe das nicht. Ja, die Da haben gucken auf dem sie. Stream, wo du stehst, ist ja klar. Naja, will ich genauso machen. So, jetzt bin ich Naja. mal gespannt, wer den Damage-Punkt kriegt. Das ist STDR90 GZ an dich, auch noch an den vierten Punkt. Das heißt, Ex-Effekt hat tatsächlich nur 3 Schaden an Philly gemacht, aber hat den Kill und sich damit den Punkt geholt. Jero ein Punkt, Pipo ein Punkt und an die Priest mit 700, unfassbaren 700 Schaden, aber ohne Kill an STR90 GZ an der Stelle. Wie Ja, gesagt, ich mache herzlichen den Screenshot, Glückwunsch. ihr macht den bitte selber auch. Und packt die dann ins Forum. MoreWoT kennt das ja. Thread ist schon auf. Spieleabend Nummer 10. Nicht So. schlecht. Also Ja, so GZ, dabei ist. danke auf jeden Fall auch an Chrom und Filigran. Ja. Heute mal ein bisschen passiver gefahren als sonst. Aber Gut, gut, die hat ja so jemanden ist den sie das. vorschicken können, ne? Du hast ja Ja, jetzt. gezeigt, wie man es nicht macht, und die Irgend so haben ein gezeigt. Doofen, also, ja. Das ist Und so gemein. Gut, wir w kommen zum nächsten Spiel. Ihr bleibt auf euren Artilleries. w Artillerien, Artilleries, Artillerien. Denn wir spielen Mexican Standoff. Mexican Standoff heißt das nächste Spiel. Ich erkläre nochmal kurz an alle, die gerade dazugekommen sind. Wir sind hier gerade beim MoreWoT.de Spieleabend. Falls ihr noch mitmachen wollt, wir sind beim dritten Spiel. Das heißt, noch nichts verloren. Wir machen 5 verschiedene Minispiele. Wir hatten schon Wer hat Angst vor Affenkopf und gerade zu Ende gegangen Artilleriehagel. Ihr könnt insgesamt für den ersten Platz schütten wir 2000 Gold aus, für den zweiten 1500, für den dritten 1000 und für die Plätze 4 bis 8 gibt es 500 Gold. Ihr könnt pro Spiel, also 5 Spiele haben wir, pro Spiel maximal einen Punkt gewinnen. Jetzt sind noch 3 Spiele zu machen. Ihr könnt auch jederzeit immer noch mitmachen. Dazu braucht ihr nur auf dem EU1-Server WoT in-game in den Kanal More WoT joinen. Das nächste Spiel heißt Mexican Standoff. Wir geben euch eine Uhrzeit vor, einen Countdown. Den gleichen wir ab auf der Seite uhrzeit.org. Wir haben jetzt 19.19 Uhr. Ich würde mal sagen, 19.30 Uhr müsste passen. Ja. Als Countdown. Dann können wir noch ein bisschen quatschen. Aber du könntest mir einen Gefallen tun und deine Zigarette mal eben hier ausmachen. Das ist, Das du ist. hast die. Ich, nein, ich rauche Das gerade wirklich nicht. Versprochen. Du war meinst ich nicht auf das dem. Geräusch hier? Nee, das war auf dein Bild bezogen. Aber Ach schon so. okay. Ja, ich rauche die Die, ganze Zeit. die, Das tut mir ja, da verändert sich nichts. Und ich sitze hier und ich bin ja selber Raucher, Ja, wie mit einige halt versteinerter wissen. Miene. Denkst du da. Oh. Ja, naja, gut. Es tut mir leid. Ja, Entschuldigung, ich wusste nicht, dass du auch. Der Max muss das auch immer erleiden. Na, kein Durchleiden. Problem. Also, wir waren gerade beim Countdown. Der Countdown ist Ja. 19:30 Uhr. Ich hab Also für das das. nächste Spiel Mexican Standoff. Ich wechsle auch mal Ah! kurz die Karte. Da warst du ein Hundertstel Sekunden Zeit-Dings schneller als ich. Genau. So, ja, Erklärung kommt, keine Panik. Also, ein lauer Sommerabend, eine mexikanische Kleinstadt. Ihr habt gerade einen Zug überfallen und seid mit euren bis zu 28 Kumpels
gerade mit der mexikanischen typischen Räuberbande in die Stadt gelaufen und wollt jetzt eure Beute aufteilen. Habt die Säcke so in die Mitte gelegt und jetzt wird sich um die Beute gestritten. Ihr seid euch natürlich nicht einig, beziehungsweise warum sollte der Idiot auch was kriegen, wenn ich den jetzt einfach abknallen kann? Das heißt, jeder von euch hat maximal wieder eine Tierstufe 4 Ari. Wir spielen Mexican Standoff auf in der Mitte, in dem Karree. Dazu werden wir euch am Anfang einmal aufstellen. Quasi wie so ein Cowboy mit gezogenem Revolver. Nein, ihr sitzt natürlich in eurer Artillerie. Wir werden euch aufstellen und ihr dürft dann auf einen Countdown euch jeweils umdrehen und einen Schuss abgeben. Ihr dürft dabei auch auf Teamkameraden schießen. Die letzten drei oder vier, je nachdem wie es halt ausgeht, kriegen den Punkt. Das ist auch ganz einfach. Wir werden das Ingame, keine Sorge. Ingame machen wir alles ganz in Ruhe. Noch Zeit dafür. Ist Darf alles ich gar keine mitspielen? Panik. Nee, du musst ja, achso, wir müssen noch Schiedsrichterpanzer nehmen. Also wir hatten sonst immer so einen schnellen Franzosenpanzer. Also, wir müssen was Schnelles nehmen. Oder Ja, was irgendwie so viel ein aushält. 1390 oder sowas. Ich nehme Och, den so BZ, das 13. reicht. 1390. Ich habe nur den Typ 62. Reicht der? Von der Geschwindigkeit? Guck mal, Garage. Guck mal ganz kurz, wie schnell der ist. 60. Was macht mein TD? 50. Ah, hier. Muss der viel aushalten? Nö, du wirst ja in der Regel nicht beschossen, außer die sind böse. Ah, die kriegen dann sowieso gleich Disqualifizierung. Soll ich nehmen meinen T2 Light Tank? Der ist Ja, das schnell. reicht. Also wir verstecken uns ja sowieso immer, wenn die Schüsse anfangen. Ah, okay. Also wir haben Countdown sind noch erstmal genug Zeit, also über 7 Minuten ungefähr. Also wie gesagt, ihr dürft maximal eine T4-Ari nehmen. Wir stellen euch im Karree auf. Die beiden Teams auch sauber gegenüber. Ihr dürft aber auch auf eigene Panzer schießen. Also es gilt nachher nur wer überlebt hat. Es gilt nicht, wer wie viel Kills gemacht hat oder wie viel Schaden. Das ist völlig egal. Wer am Ende noch steht, kriegt die Beute bzw. den Punkt. Ihr dürft nach jedem Countdown nur einen Schuss abgeben pro Mann. Da achten der Mike und ich auch drauf. Also der Mike achtet auf sein Team, ich achte auf mein Team. Ihr dürft beliebige Artillerie nehmen bis hier Stufe 4. Ja, Bubbelarch, keine Panik. Countdown ist um 19:30 Uhr. Dann einfach hier im Chat schreiben, wo du gerade drin bist, im Mobilität-Channel. Dann lade ich dich auf jeden Fall ein. Wie Genau, gesagt, hier können bis zu 28 Mann mitspielen. ich kann das ja nochmal ganz kurz erklären, wie ihr das macht. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, ihr seht das nicht ganz so. Ich mach mal auf ganz kurz auf Genau, Vollbild. mach das mal ganz groß. Dann muss ich ganz kurz einmal selber gucken, ob ihr das seht. Ja, ihr seht das. Hier unten geht ihr auf Kanäle, dann geht ihr auf Suchen und Betreten und gebt da More WOT ein. So, da habt ihr zwei Stück. Das hier ist nur für uns und dann bitte in den von Private Affenkopf. Könnt ihr Doppelklick drauf machen oder halt betreten. Das bringt jetzt nicht viel. Ich zeige euch das. Ich mache den einfach mal dicht. Schwupp, da haben wir einen. Und dann seid ihr auch in dem Channel, in dem Kanal drinne. Und da wird das dann auch stattfinden mit der Uhrzeit, wo ihr dann hier schreiben müsst und nicht in dem Übungschannel bitte. Und die Einladung werdet ihr dann bekommen von dem Private Affenkopf. Und da müsst ihr dann auch noch den Haken bei wie heißt das bei nur Einladung von Einladung nur genau. von Spielern auf meiner Freundesliste zulassen. Der muss natürlich weg. Genau. Genau. Also nochmal der Das sind Countdown. Der nächste Countdown ist um 19:30 Uhr. Für unser drittes Spiel ist auch noch nichts verloren. Also wie gesagt, in der Regel, gut, wenn man jetzt, werden die ersten Plätze so mit 3 Punkten, wir hatten es glaube ich ein einziges Mal, dass einer geschafft hat, 4 Punkte zu holen. Also aber mit 3 oder 2 Punkten seid ihr locker noch dabei. Wir haben jetzt noch 2 Spiele vor uns, das heißt, mit 2 Punkten seid ihr heißer Konkurrent, ja, heißer Kandidat für den Platz 3, auf jeden Fall. Also ist noch alles drin, wenn es um Gold geht. Ja, SH Yellowstar, um 19:30 Uhr ist der Countdown, dann einfach in dem Channel, wo du gerade geschrieben hast, hier schreiben, dann lade ich dich auch ein. Danke, Mike, für die super Erklärung. ja, ich hoffe, das war ordnungsgerecht, weil ich kenne das einfach ein bisschen anders, weil ich mache ja halt nur meine Sendung. Das ist immer, ich muss auch ganz ehrlich gestehen, so ein bisschen nervös war ich vorher, weil, wie gesagt, ich kenne diese Sendung halt nur vom Zuschauen oder Zusehen oder wie auch immer. Und das jetzt mal selber zu machen und dann halt die ganzen Probleme mit den Videos am Anfang, dann noch mit OBS und ich hatte so einen roten Kopf und du bist einfach, du bist da und deine Stimme beruhigt mich und dann denke ich mir auch schon, komm, Alles wir dann ist super. ja, Also bis jetzt, genau.
Ich hoffe, es hat dir bis jetzt noch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Jo, ist alles keine Hexerei, keine Panik. Ich hoffe auch, die Zuschauer mögen dich. Wie mögt ihr den Mike? Nochmal eine kurze Frage an die Zuschauer. Oh. Ist Mike besser als Max? Ach, das ist positiv motivieren. Ja, jetzt lügt mal schön eine Runde, damit ihr heute Nacht alle nicht schlafen könnt. Genau. Mike ist übrigens nachher für die Preisevergabe zuständig, also bitte schön bei ihm einschleimen. Warte mal, wir können uns das beide doch einfach teilen, wenn sie nicht lieb sind, oder? Ja, können wir auch machen. Ja, das manipulieren wir so ein bisschen die Goldliste, das kriegen wir schon hin. Nein, gut. Dafür, dass wir nicht mitfahren dürfen, mal einmal. Nee, leider. Ich wäre ja, wie gesagt, beim Grace Wars wäre ich total heißer Kandidat. Da wäre ich gerne mitgefahren. Gerade wenn der Armin das mit diesem Akzent kommentiert. Das ist dann immer so, oh ja, jetzt kommen wir auf die Zielgerade und bei dem Planet Key Sprung und bei der Steel-Series Kurve und was da alles gibt. Und ihr habt die Strecken ja sogar so benannt. Unglaublich. Hm. Also das hat beim Zuschauen allein schon so ein richtiges Rennfieber ausgelöst. Und so soll es sein. Dann noch mitzufahren zu dürfen, das wäre natürlich noch geiler. Ja, aber ich muss gerade dich erstmal ganz kurz unterbrechen. Bubble, ne? Im Chat schreibt, ich kenne Mike am besten. Jetzt bin ich echt mal gespannt, wo wir uns beide herkennen, weil dein Name kommt mir gar nicht bekannt vor. Bubbleleich, jo, genau. Ja, also ich kenne viele, die hier mitfahren, oder einige halt aus meinem Stream. Genauso wie jetzt SG1 Germany. Ich weiß, ich habe deinen Namen irgendwo schon mal gelesen und du hast mich auch mit Vornamen angesprochen. Ich weiß nicht, woher ihr alle kommt. Ach, du guckst immer meine Videos an. Du bist der Stalker, jetzt weiß ich auch, wer du bist. Leute, guck mal hier, Bihan fängt gleich an. Kennst du nicht, wie heißen deine Katzen, wie heißt dein Hund? Ach, Terror, Coco. Ja. Alles klar, hat sich erledigt, ich weiß, wer du bist. Okay, was ist das jetzt, ein Insider, oder? Nee, der heißt normalerweise Terror, Coco. Die ich kenne. Ah, Bubbeleich, dann hast du bestimmt in den letzten 2 Wochen unseren Dauersender, Mike, gesehen. Den Dauersender, ja. Ja, muss man ja fast schon sagen, da wir teilweise unsere anderen Caster ziemlich technische Probleme hatten. Und der Mike sich da liebenst netter dankenderweise dazu bereit erklärt hat. Jetzt auch heute für den Tribun dabei, der immer noch mit seinem Kabelanbieter kämpft. Ja, hoffe, ich werde schon wieder rot, ja. Dieses ganze ja, man Zeit, kann danke, danke, danke. Loben. Man kann das gar nicht genug loben. Ah, da jetzt fangen sie im Chat auch schon an. Dankeschön. Ja, genau das wollte ich sehen. Mehr davon. Ah, das ist Höflichkeit. Der Affenkopf sagt das jetzt, glaube ich, schon zum 6. Mal. Das ist verrückt. Das ja. Ich habe ja gesagt, fürs Team, meine Freunde. Genau so muss das sein. Meine Tante hat auch die ganze Zeit. meine Tochter fängt jetzt auch an. Was? Ich will ein Kind von dir? Der Gero, du bist auf den Affenkopf fixiert. Jetzt geh ihm nicht fremd, mein Freund. Nee, nimm den ruhig. Den kannst du haben, den packe ich dir sogar ein. Du kannst jetzt mal ruhig sein. Jetzt fängt meine Freundin ja auch noch an, über mich zu lästern. Spiel du mal dein Black Ops und lass uns hier mal bitte machen. So, wir haben, Countdown ist gleich bei 1 Minute angekommen, also 1 Minute läuft, dann fängt das nächste Spiel an. Mexican Standoff, genau, das spielen wir gleich. Ja. Maximal Tierstufe 4 Ari, Artillerie, eine Selbstfahrlafette, um das mal korrekt auszudrücken. Wir treffen uns im Carré, wir stellen euch auf, ihr dürft natürlich nicht schießen, bis ich den Countdown ansage, beziehungsweise auch in-game schreibe. Dann dürft ihr euch einmal auf der Stelle drehen. Ihr dürft auch nicht mehr rumfahren, sondern nur noch auf der Stelle drehen und einen Schuss abgeben. Ihr dürft dabei auf Freund und Feind schießen, wie ihr wollt. Es kommt nachher darauf an, nur dass ihr überlebt oder auch nicht. Also wer überlebt, kriegt einen Punkt. Wer nicht überlebt, dann natürlich leider nicht. So, jetzt nähern wir uns gleich dem Ende. Wenn ihr meine Stimme hört, habt ihr noch 10 Sekunden Zeit. Bin ich mal gespannt. Alle wollen dich heiraten, Mike. Jetzt kommt der Chrom auch schon. Ja, da, wenn du gleich die Einladung machst, erzähle ich dann nochmal ganz kurz was, weil das ist, ich fühle mich hier so geehrt und ich wollte dann halt, ich mach das jetzt, weil sonst kommen wir gleich zu Tränen. Also, ich möchte alle, nee, komm, Spaß. Also natürlich, ja, guck so, mal, da kommen sie. Hier ist, oh, ja, mach du mal, ich lade ein. Ja, mach du mal. Nee, ich habe halt immer gedacht, weil ich habe extrem momentan, ja, wie ihr halt auch alle mitbekommen habt,
viel gestreamt für MoreWoT. Und ich habe halt immer dieses Bedenken gehabt, weil ihr halt natürlich auch die anderen kennt und dergleichen, dass ich den halt schon so ein wenig, sag ich mal, auf den Sack gehe und ihr mich gar nicht mehr sehen wollt. Aber so wie ich das jetzt gerade mitgekriegt habe, so von zwei, drei Leuten, und natürlich auch von den ganzen Kollegen hier aus dem Team, ist natürlich schon eine ganz andere Sache. Da fühlt man sich halt schon wirklich geehrt, wenn man da so oft jetzt auch von allen Seiten so ein Danke kriegt. Ja, kann ich mich halt ja nur bedanken. Und ich find's halt toll, dass ihr da auch doch so hinter mir steht und mich, sag ich mal, sehen wollt. Ah, ja, Pipo, da musst du mal meinen normalen Livestream gucken. Was? Bitte, ich will noch rein. Einfach hier schreiben, aber ich Ja, nehme das jetzt mal als hier. genau. Der Kabumi hat auch noch hier geschrieben. Ja, ist schon am Einladen. Also wie gesagt, Mike, zu dem, was du gerade gesagt hast, da brauchst du dir, glaube ich, aus unserem Team keine Gedanken machen. Ja. Jetzt mein Sonst Kumpel. hätte ich das ja auch gar nicht erzählt, um Gottes Willen. Also wenn der Max reden könnte, würde er das, glaube ich, auch bestätigen, was er gerade nicht kann. Ja. Der Philly schreibt gerade auch im Backoffice, Ja, dass... dass ich mein Chat. Ich kann das ja mal ganz kurz, da wir ja Zeit haben. Und ich habe diesen Tipp von Armin immer noch nicht gemacht. Ich habe immer noch nicht meine Facebook-Page oder mein Twitch-Channel irgendwie aufgeschrieben. Ja, ihr wisst ja alle, ich bin ja nicht nur hier fürs MoreWoT-Team da, sondern stream halt auch privat. Ich schicke euch jetzt einfach mal ganz kurz mein Channel. Phil, du hast im falschen Chat hier geschrieben. Ich mache das auch nochmal da. Also wenn ihr Interesse habt, könnt ihr ja gerne mal reinschauen. Und wenn es euch gefällt, aber wirklich nur, wenn es euch gefällt, dann könnt ihr mich vollern. Also ich will jetzt nicht unbedingt sagen, komm, einfach vollern, vollern, vollern. Nein, es muss euch auch gefallen. Ja, Chrom, ich muss dir jetzt nochmal was sagen. Meine Freundin beschwert sich gerade, dass du sie Olle nennst. Ich kann dir da nur auf die Schulter klopfen und sagen, richtig so. Nicht hauen, Ach, nicht hauen. da! Jetzt habe ich auch den Chat getötet, dass ich die kurz unterbreche. Hier habe ich auch den Chat gefunden, wofür geschrieben hat. Ja, Ah, bei unserem Twitch-Chat. ja, genau, der hat Und im wer ist da falschen gerade aus dem Chat. Trainingsraum wieder rausgeflogen? Da der People. Da kommt schon die erste Kabumi hat keine Anspannung. T4-Ari. Du kannst auch eine T2 oder T3-Ari nehmen, ne? Bis T4. Nicht ab T4, also nicht nur T4, sondern bis T-Stufe 4. Das heißt, du darfst auch eine 2er und eine 3er nehmen. Das Ja, ist absolut überhaupt kein Problem. ich bin Sonst. einer. Entschuldigung, mach du erst zu Ende? Ja, das kommt immer wieder in jeder Sendung, schreibt mich einer an. Also wie gesagt, T4-Ari ist hier absolut kein Muss, sondern auch T2 und T3-Ari, gar kein Problem. Eins habe ich vergessen, die SU-26 ist verboten, aber da hat auch keiner bis jetzt einer die genommen, weil die halt den Turm hat. Aber ansonsten dürft ihr alles bis Tierstufe 4 nehmen. Also Kabumi, wenn du... Kabumi hat gar keine Ari. Okay. Ja gut, das ist natürlich schade. Dann kannst du leider jetzt hier nicht mitmachen. Ja. Auch keinen Stellplatz frei. Ja gut. Okay. Da kann ich leider auch nichts machen. Aber wenn du hier 500 Gold gewinnst, kannst du dir einen Stellplatz kaufen. Beispiel. Kann man sich da auch eine Tarnung von kaufen oder was auch immer. Jetzt fehlt noch Major King Tiger, der noch keine Ari genommen hat. Der ist noch am Überlegen. Bitte nochmal reinklicken. So, da ist auch hier meine. Ich zeige euch die mal ganz kurz. Ich halte die mal rein, weil die Leute lieben diese Katze. Deine Page. Nee, meine Katze. Ach, deine Katze. Du hast auch eine Katze. Ich stream nur mit Leuten, die Katzen haben. Nee, ich habe zwei Katzen und einen Hund, aber wenn ich den Hund jetzt hochnehme, Oh Gott. dann habe ich da so 25 Kilo und dann breche ich mir wahrscheinlich meinen Rücken. Nee, wie gesagt, das ist diese allgeliebte. Ich guck deinen Stream nur wegen diesen Katzen. Das ist wirklich so. Nein, den Spielabend habe ich noch nicht moderiert. Das ist mein. Ach, jetzt habe ich. Psst, Ruhe. Frau, still, schweig. Psst. Spiel Black Ops und sei ruhig. Oder spiel damit, da kannst du was gewinnen. Ja, das ist ja Pech gehabt. So, jetzt haben wir STDR noch auch nicht mehr, auch auf keine Ari. Wenn jetzt keiner mehr mitspielen möchte, wir geben noch mal eine Minute Countdown. Also falls ihr gerade auf dem Stream seid, um mitzuspielen, müsst ihr auf den Server WOT EU1 in den Kanal MoreWoT. Das hatte der Mike eben super geil erklärt. Da dann einfach hier schreiben, wenn ihr eine bis zu T4 Ari habt. Und dann spielen wir das Spiel Mexican Standoff.
Kurz erklärt habe ich es eben, ich habe es eben sogar schon länger erklärt. Kurzerklärung dazu ist im Prinzip, wir stellen euch auf als Team gegenüber. Ihr dürft auf einen Countdown, den ich dann angebe, einen Schuss jeweils abgeben. Ihr dürft euch auch nicht bewegen, sondern nur auf der Stelle drehen. Ihr dürft auf Freund und auf Feind beliebig schießen. Und die letzten drei oder vier, je nachdem wie es halt ausgeht, werden den Punkt gewinnen. Was? Zensur? Moment, was ist denn hier wieder los? Es geht, Die Katze sieht besser aus als er, was? Ah! Oh, das ist aber nicht nett. Wir machen mal so einen kompletten Vergleich, warte mal, ich nehme die nochmal ganz kurz hoch. Können wir nochmal... Die ist auf jeden Fall niedlicher als du. Jetzt hör auf mich, guck mal da vorne. Guck mal, put, put, put. Sag mal hallo. Warte mal, ganz kurz eben Kopf anheben, komm, gucken. Ja, guck mal, die ist doch viel süßer als du. Ja, die ist auch total kuschelbedürftig, die geht mir immer ins Gesicht. Ja, guck mal. Oh. Ja, oh, das ist aber so niedlich. Die bewegt sich jetzt schon mehr als Max Kater in der ganzen Sendung, der liegt immer nur auf der Couch und lässt sich die Sonne auf dem Pelz brennen. Ja, ich bin froh, dass die vernünftig aus dem Mund riecht, die andere stinkt so. Boah, das ist aber mies. Die könnte auch am Futter liegen. Ich meine nicht meine Freundin, 22? Ne? Ich meine die Katze. Kurze Frage aus dem Chat, Baumeister 22. Das Gold kriegst du automatisch innerhalb von bis zu 14 Tage kann das dauern. Also keine Panik, du hast ja auch die News gelesen, da stehst du ja auch drin. Das kann bis zu 14 Tagen dauern, in der Regel dauert es bis zu 5 Tagen. Aber das kann auch mal länger dauern, also... da jetzt bitte nicht auf jeden Tag genau sehen. Ja, es kommt auf jeden Fall, keine Panik. Aber es kann halt auch mal bis zu 14 Tage dauern. So, da haben wir noch einen mit, der mitspielen möchte. Jetzt habe ich auf den Chat, ich habe 27 Chats hier auf. Also da müssen wir uns echt nochmal... habe ich das Ganze... Jörg, ich lade dich nochmal kurz ein. Oh, Jörg gibt es denn hier? So, und dann haben wir noch... Habe ich noch einen übersehen? Zero, das lässt du bitte sein. Oh mein Gott. Was war das denn jetzt? Du bist ja genial, Krumm. Was hat Krumm gemacht? Krumm hat jetzt Mike. Ja, genau. Alias X Shannon Fighter X. Ah, das gibt's das für jeden? Wahnsinn. Nee, ich glaub nicht. Das ist das erste Mal, dass ich das sehe. Boah. Also, gut, das ist ein cooles Skript für Nightbot. So, aber wir sind beim letzten, Wir sind nicht beim letzten Spiel, wir sind beim vierten Spiel. Ja. Mexican Standoff, du gibst den Countdown vor. Genau. Alle sind ja, denke ich mal, ready. Ja, sieht gut alle aus. Sind ready. Alles klar, dann starten wir. 3, 2, 1, Action. Jo, fahren am besten erstmal in die Mitte. Nicht schießen, bis wir sagen. Wir stellen euch erstmal auf, für alle, die das schon kennen. Wir haben das ja schon zweimal gemacht. Fahrt am besten selber schon mal hin, wo, wenn ihr wisst, wohin. Ansonsten für alle anderen... Kurz zuhören und aufpassen. Erstmal bitte in die Mitte fahren. Das dritte schon. Echt? Oh Mann, ich verliere schon mal. Ja, wir haben das dritte, die 10. Sendung. Da verliert man einfach den Überblick. Nicht viertes. Oh mein Gott, dann haben wir aber ganz schön mit der Zeit getrödelt. Das ist das dritte Spiel? Echt? Echt? Das. Also als erstes hatten wir hier... Schlag mich tot. Du weißt, was ich meine. Angst vor... Wer hat Angst vor... Genau. Ja, ich dann Adi Hagel. Dann haben wir Stimmt. Adi Hagel. Und das ist das Mexican dritte jetzt. Stand-off. Oh, ja. Dann haben wir aber echt ein Problem. Ei, 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 ei. Echt, erst das dritte? Oh, wir quatschen hier aber. Ja, gut, wir müssen uns ja auch noch kennenlernen. Ach, ich bin der Mike. Bin der Affenkopf oder auch Jan. Bin 24 Jahre alt, hab eine Frau, ein Kind, zwei Katzen, ein Hund. Ja, ich bin der Jan, 28 und hab nur einen Hund. Was hast du für einen? Nein, aber auch eine Freundin natürlich. Natürlich. Mhm. So, für Artillerien, stellt euch hier bitte am Rand auf, nicht in die Mitte fahren, am Rand an den Häusern hier bleiben. Da, wo ich jetzt immer hinschieße, stellt sich bitte jeweils einer mal immer hin. Also hier an die Häuser... dran mit dem Gesicht zur Wand. Der Bennett weiß das schon. Da hinten der Gero weiß es auch schon. Ich mache euch das hier auf meiner Seite mal vor. Genau, also für Mama Loca, Pipo und Phil 99 und SCDR hier bitte an die Wand fahren. Da wo die Fenster sind, genau, da einmal mit dem Gesicht zur Wand stellen, ein bisschen Abstand zur Wand, weil ihr müsst euch gleich ja noch drehen. Genau, ihr müsst euch jetzt, ihr macht das jetzt. Aber an die Wand gucken, ja, genau. SCDR nimmt da den Schutthaufen, nicht die freie Stelle. Genau, ruhig einen Meter Abstand, wie gesagt, Phil 99, du musst dich ja noch drehen können. Also nicht, dass du da am Schutthaufen stehen bleibst, genau. Der Meier muss sich noch nicht drehen. Nicht bewegen zur Wand, achso, da fährt Pipo nochmal ein Stückchen weiter, das ist super.
Jo, also das grüne Team sieht schon gut aus. Vater nee, der Meier muss sich noch drehen. Bennett auch. Kopf genau. zur Wand. Genau, alle. Wie sieht's bei dir aus? Nee, Effekt X nicht da an die Seite, sondern da bitte in die Mitte. Da wo ich gerade hingeschossen habe, zwischen Gero und Bubbleich. Guck mal. Nicht hier an die Seite, bitte. Das passt. Effekt X. Da bitte an die, genau, ja, das ist die Stream-Verzögerung. Entzerrt euch da ruhig mal, also Jörg BWG, ruhig bitte ganz rechts außen an die Wand. Dass da mehr Platz für die anderen auch frei ist. Und Luke, du kannst auch noch mal ein Stückchen weiter nach links zu Major the King. Hier an die Seite. Dann haben wir da auf jeden Fall immer ungefähr die gleichen Abstände. So, Mike, und jetzt musst du dich gleich auch verpinkeln hier aus der Mitte. Ja, ich fahre hier schon. Ich mach das so, dass du ich das siehst ja von oben. Ja. Ich guck auf die Grünen, du machst die Roten. Nein, andersrum, warte, weil die sehen dir ja ganz anders aus. Haha. Nein, du achtest auf dein Team. Also jeder nur einen Schuss, wenn ich den Countdown gebe. Also Countdown werde ich ansagen und auch schreiben im Chat in-game. Dann dürft ihr euch nur auf der Stelle drehen und nur einen Schuss abgeben. Ihr dürft auf alles schießen, was da rumfährt, außer auf Mike und mich. Ihr dürft auf alles schießen. Also völlig egal auf wen. Außer auf Mike und auf mich natürlich. Und jeweils nur einen Schuss nur auf der Stelle drehen. Und einen Schuss abgeben. Und dann sofort wieder bitte umdrehen und zur Wand. Also jetzt nicht hier durch die Gegend fahren und Deckung geben. Ihr dürft einen Schuss, wenn ich jetzt den Countdown gebe. Ich gebe schon mal den Countdown. Wir machen den Countdown auf 16:00. Ja. 16:00 ist der Countdown. Guckt rechts oben auf eure Ingame-Uhr. Ab da dürft ihr erst drehen. Nicht vorher. Ich sehe da gerade schon welche, die zucken. 16:00 wird gedreht. Und dann dürft ihr einen Schuss abgeben. Wenn ihr den Schuss geschossen habt, dreht ihr euch sofort wieder zur Wand. Und betet, dass ihr nicht getroffen werdet. Ihr habt alle Zeit der Welt. Ihr dürft so lange zielen, wie ihr wollt. Aber ihr habt nur einen Schuss pro Countdown. Wir werden das Ganze so lange machen, bis nur noch 3 oder 4 Panzer über sind. Also von euch. Ich fahr noch weiter zurück, ich habe echt Angst. Dass da Querschläger kommen. Ja, wie gesagt, achte auch bitte auf dein Team, dass da nicht einer vorher sich schon bewegt oder zweimal schießt oder so. Also 10 Sekunden haben wir noch. Wenn ihr meine Stimme hört, dürfte es eigentlich schon losgehen. Dann bin ich mal gespannt, wie die erste Runde Mexican Standoff abgeht. Und los geht's! Ah, da drehen sich die so, ersten. Alle drehen sich schon. Nee, Phil 99 dreht sich noch nicht, dafür eins, stirbt er sofort. Zwei. So, da haben wir Bennett hat geschossen, umdrehen. Du hat auch geschossen, umdrehen. Alle, die geschossen haben, wieder umdrehen. Ja. Ja, gut, das ist ein leicht übersichtliches Feld bei mir jetzt. Ja, wir haben hier schon drei Tote, 4 Tote, 5 Tote. Irgendwer hat daneben geschossen, macht aber nichts. Stück. Und da hinten haben wir einen halben. Was ist da passiert? Ja, der Major war das, glaube ich. Der hat ihm. Ey, was ist das? Wer schießt denn da? Der Yellow. Wer hat da geschossen? Der Sheep. Warum schießt der noch? Hat der überhaupt schon mal geschossen oder schießt er die ganze Zeit? War das dein erster Schuss, Yellow, oder war das dein fünfter Schuss? Das ist meines Erachtens dein zweiter. Er hat doch nur einen. Okay. Doch nur einen? Okay. Ja, dann hat er lange gezielt. Und nichts getroffen. Dann ist das okay. Ja, doch, 53 Schaden hat er gemacht. Okay. Ah, okay, ja, bei der Yellow. Gut, dann gebe ich den zweiten Countdown vor. Also das gleiche jetzt nochmal. Wir haben noch auf beiden Seiten 3 Überlebende. Nein, wir haben 4:3, Entschuldigung. Und der nächste Countdown wird starten um 14:00. Also 14:00 ist der nächste Countdown in 35 Sekunden. Wie gesagt, nur auf der Stelle drehen, nicht vorher bewegen. Warum schreibt... Keine Ahnung. Okay, hallo. Also, nur auf der Stelle drehen, nicht vorher bewegen und nur einen Schuss und sofort wieder zur Wand drehen. Ja, wir achten jetzt auf dich, Yellow, keine Sorge. Ja. Wenn du wirklich nur einmal schießt oder auch zweimal. Das ist tricky. So, wenn ihr meine Stimme hört, dürfte es gleich vorbei sein. 10 Sekunden haben wir noch. Bin mal gespannt. Ich habe schon eine Ahnung. Ja, mal gucken, was jetzt passiert. Jetzt rupst es und gerade. Los geht's. Also, es dreht, alle drehen sich fröhlich. Ah, okay, der Major King hat geschossen, dreht aber nicht. Wie dreht aber nicht? Der hat geschossen, der muss zurückdrehen. Ja, dann hat er geschossen. So, das war der Schuss von Bennett, ist klar. Wieso 5 zielt noch? Gut, da hat er sich gedreht, ja, der.
Von meinem Green Blow Team up. hat jetzt, glaube ich, nee, einer fehlt noch. Von Ja, Haruka hat noch nicht ein geschossen. Schuss. Ein der Lucre. Nee, Mamaloka darf nochmal schießen. Also darf überhaupt nochmal schießen. Ich muss erstmal näher ranfahren, weil Ist die sonst sieht Frage, wer auf wen er gerade schießt. deine Leute nicht. Ah, geht doch. Glaube, er zielt gerade auf seinen eigenen. Hat So. Mamaloka jetzt? Aber er zielt immer noch. Ja, er hat auf Fatal Hero geschossen. Luke hat mega Lack aus der Hölle. Luke ist auch tot, ne? Nur mal so als kleiner Hinweis. So, wir haben vier Leute, die über sind. Bin kettet, also er ist getrackt, da müssen wir kurz noch warten. Die Ne, SU-5. wir haben vier Leute. Wenn wir jetzt nochmal einen Shootout machen, haben wir gleich nur noch einen Gewinner. Nee, die SU-5 hat eine getrackte Kette. Das heißt, sie kann sich nicht drehen. Achso, du hast ihn zweimal getroffen. Ne, wir haben vier Gewinner. Wir haben ja gesagt, Ach so. drei oder vier Leute, die Oh. überbleiben, gewinnen. Stimmt. Das heißt, wir haben unsere vier Gewinner. Das heißt, Pipo, Mamaloka, Fertalon Hero und Bennett geht's jetzt zum Punkt. Macht bitte jetzt den Screenshot, wer überlebt hat. Dass ihr überlebt habt. Und GZ zum Punkt im erst dritten Spiel und dann müssen wir gleich auch direkt schon zum vierten Spiel kommen. Ich baller mal eben alles hier ab, was rumfährt. Guck mal, ob ich diese One-Shot wegkriege. Bin mal gespannt. Ach, du bist der letzte Rote, warum schieße ich nicht auf dich? Keine Ahnung. Ja, Nicht ganz. war ja Ey, noch nicht mal aber. in Fahrt. Aber du Ach, hast doch das nicht bloß ist. dein Munitionslager. Ja, mit irgendwas muss ich ja Glück haben. Matalon hat Komm. schon wieder ganz knapp überlebt. Der hat ja auch bei wer hat Angst vor dem Affenkopf, hat er, glaube ich, auch so ganz knapp überlebt. Also, echter Glückspilz heute mal. Wie gesagt, denkt an den Screenshot bitte, dass ihr überlebt habt. Ich habe den natürlich auch gemacht, keine Sorge. Und dann müssen wir jetzt ein bisschen zügiger zum nächsten Spiel kommen. Das ist Mike. Meine eigentlichen Videos sind durcheinander, aber warte mal, wir haben jetzt Artiager haben wir durch Clash of Titans, oder? Clash of the Titans, jawohl, Ist dann bleiben wir direkt richtig? mal bei der Karte. Ja, genau, das müsste bei mir auch das nächste sein. Yay. Clash of the Titans, dann musst du gleich mit der Maus erklären, da braucht ihr nur einen T1-Panzer für, also einen T1 Cunningham. So Genau. sieht's aus. Ich mach das dann auch nochmal groß, damit das gleich Genau. vernünftig gesehen wird. Und zwar fahren wir nur in der Mitte in dem runden Kreis, den der Mike jetzt mit der Maus angibt. Da fahrt ihr im Kreis rum. Mit eurem T1. Genau da, wo, Genau genau, da. wunderbar, da auf der Minikarte. Perfekt. Und sogar im Uhrzeigersinn, Ja, genau, ihr fahrt im ja. Uhrzeigersinn. Es darf nicht gebremst werden und es darf nicht stehen geblieben werden. Wir machen den Countdown mal ein bisschen knapper. Jetzt auf 19:50 ist der Countdown, also noch Ja. 2 Minuten. 19. 19:50 ist der Countdown für Clash of the Titans. Also ihr braucht einen T1 Cunningham. Es geht dabei nur um Schaden. Das heißt, ihr fahrt da im Kreis und rammt euch gegenseitig wie die Blöden. Ihr dürft nicht stehen bleiben und ihr dürft nicht bremsen. Und es gilt auch nicht überleben oder sterben oder Kills, völlig egal, nur Schaden. Nein, nur T1 Cunningham. Nur T1 Cunningham. Nur der T1 Cunningham. So, jetzt siehst du meine privilegierte Katze. Nehmen wir sie privilegiert. Yeah! Hey, die klettert sogar. Die ist cool, oder? Aber ihre Krallen durch das T-Shirt sind halt, ja, sehr erregend und sagen, nennen wir es prickelnd. Cool. Ja, ich glaube, wenn Max fette Katze das. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das böse Wort gesagt. Wenn Max Katze das macht, dann bricht er sich das Genick oder so. Ja. Er hat mir sogar versucht zu verklickern, dass das eigentlich ein Wischmopp untergewichtiger ist? Kater ist, dass die normalerweise 12 Kilo schwer sind. Boah. Aber das fette. Oder irgendwie so. Nee, war das 5 bis 8? Ich weiß nicht, was ist für eine Katze dick? Sind 8 Kilo dick? Weiß ich nicht, Schatz, sind 8 Kilo dick für eine Katze? Ey, Murat. Ich rede mit dir. Ob 8 Kilo für eine Katze fett sind? Ja. Okay. Max, also Tribuns wiegt 12 und ist noch untergewichtet. Geht noch, nee, die ist untergewichtig, sagt er für sein. Das ist ein Ja, das ist halber so eine Hund. spezielle Katzenart, Das die ist eh immer speziell. größer ist. Also, da muss ich nochmal Nee, genau fragen, wenn er wieder die reden ist kann. so groß. Ja, das ist so eine spezielle gezüchtete Kampf. Das sind diese Kampfkatzen. Ja, genau, noch größer. Perfekt. So, also wie gesagt, Countdown. Ja, Test, da kommt der erste Test schon. Und zack, Countdown ist um.
Da kommen die ersten Nies. Jetzt bin ich mal gespannt. Es ist ein Löwe. Ja, das ist dann ab der Größe tatsächlich mal ein Löwe. Ja. So, also wie gesagt, wir sind beim vierten Spiel. Es ist noch nichts verloren. Auch mit 2 Punkten kann man locker noch um den zweiten und dritten Platz konkurrieren. Also, der 1 Cunningham kostet auch gar nichts. Den kann sich jeder mit freiem Garagenplatz in die Garage stellen. Richtig. So, jetzt muss ich euch alle nur wieder einladen. Das heißt, Mike, du musst noch ein bisschen quatschen. Ja. Da kam gerade eine Frage, ob ich zwei Nächte durchgezockt habe. Nee, habe ich nicht. Wie kommst du denn darauf? Also, ist das vielleicht eine Frage nach dem Marathon-Event? Nee, vielleicht sehe ich einfach nur so aus. Ja, ich meine, guck meine Augenringe mal an. Also ich kriege meine Augen ja gar nicht mehr auf, richtig. Was? Ich habe Augenringe? Da musst du das mal gucken, nachdem ich eine 24-Stunden-Stream gemacht habe. Da sehe ich scheiße aus, da sehe ich jetzt noch richtig frisch aus. Also ihr wisst doch, dass der Mike das linke Bild ist, der sich bewegt, ne? Wollte ich gerade sagen, nicht der mit der Kippe im Hals, das bin ich nicht. Mit dem Rauchen im Stream, weil der ist einfach nur fertig, der Mann, und der braucht es heute, sonst geht gar nichts. So. Und das ist nicht seine Katze. Wo haben wir denn Bubbelei? Sowas, ja. Genau, sowas mache ich auch, 24-Stunden-Stream, World of Tanks, extrem. Das schaffst du gar nicht. Doch. ich habe natürlich jetzt auch, ich sag das jetzt mal ganz kurz so, ich habe jetzt momentan die Black Ops 2 Days, 3 Tage, eigentlich fast nur durchgängig, also jetzt mit Schlaf und so und sowas, und Sendung, Black Ops 2. Such halt, ich will halt ein eigenes Team ein bisschen auf die Beine stellen, damit wir da zusammen ein wenig rocken können, weil ich habe halt heute mit meiner Freundin gestreamt und die hat dann nachher natürlich, wie es jeder kennt, ich habe Kopfschmerzen. Jetzt fängst beim Spielen nämlich auch schon an. Ja, genau so eine Katze. Eine Maikuh-Katze oder sowas. Maikuhn. Ah, ja, genau so eine ist das. Irgendwie sowas hat er da erzählt. Ja. So ein Riesenvieh. Das, ja, so schmeißt sie ins Gesicht und du fällst einfach tot um, weil das Ding dich einfach nur erdrückt. Ja, genau so, so ein Riese. Patalion, du kannst dem Kanal nicht joinen. Also du kannst dem Ingame-Kanal nicht joinen. Dann bist du auf dem falschen Server. Richtig. Du musst EU1 bitte. Der nächste 24-Stunden-Stream. In der Woche ist es halt ein bisschen schlecht, weil wir halt auch die Schluss machen und ich unterbreche dann halt den 24-Stunden-Stream. Aber ich bin am Überlegen, obwohl ich eigentlich ein wenig angeschlagen bin, dass ich heute irgendwie noch ein bisschen länger stream nachher. Das wird auf jeden Fall noch der Fall sein nach der Sendung. Ich habe irgendwie ein Haar im Mund. Werde ich nachher auf jeden Fall noch streamen. Wie ist denn das? Dürfen wir das eigentlich schon sagen? Ist das schon raus, was wir da vorhaben? Nein. Dürfen wir okay, nicht. Ich sag gar nichts. Es kommt aber noch was. Ja, wie gesagt, wir können halt gucken, was wir gleich machen. Ich spiele halt extrem gerne halt auch mit den Zuschauern. Und ja, wollen wir halt einfach gleich mal gucken, was wir dann auf meinem Kanal noch irgendwie fabrizieren und. So, wir haben, falls jetzt keine Nachmeldung mehr kommen, würde ich sagen, gib mal 10 Sekunden Countdown. Der Mama Lukan und Bubelaich müssen noch auf den T1 Cunningham wechseln. Mama Luka und Bubelaich bitte auf den T1 Cunningham wechseln. Mama Luka, du bist schon im Raum drin, du musst nur noch den Panzer auswählen und auf Gefecht drücken. Genau. Dann bist du, ja, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, starten wir das vierte Spiel, Clash of the Titans des heutigen Abends. Genau. Genau, Max T1 Flocke. T1 Cunningham, genau. Ja, dann leg los, so. Mike. Ja, Countdown. Dann. Du wolltest einen Zehner haben, ne? Wir machen 3er, jetzt sind alle da. Ja, machen 3er. Alles klar. 3, 2, 1, los! Du wirst es jetzt sehen. Ja, das ist klar, ist klar, ist klar. Hey, ich hab doch gar nichts gesagt. Er schreibt schon so sauer. Ich hab das völlig unschuldig verstanden. Also, so, ihr fahrt bitte sofort in die Mitte. Also für mein Team, ich ping's nochmal. Also ihr dürft hier nur in dem mittleren Betonkreis rumfahren, im Uhrzeigersinn. Genau. Das heißt, von unten aus links Kurve fahren und dann rechts im Kreis herumfahren. Es gilt nur der Rammschaden. Wer schießt, wird automatisch sofort disqualifiziert und verliert alle Punkte, die er heute schon gewonnen hat. Wer bremst, verliert auch und rückwärtsfahren ist auch verboten. Also weder stehen bleiben, bremsen noch sonst was. Außer ihr verliert tatsächlich mal eine Kette, was natürlich passieren kann. Aber das fahrt bitte direkt in die Mitte, Jörg. Das war jetzt nicht ganz der schnellste Weg. Ja, der Loop wollte, glaube ich, auch gerade noch woanders hin und dann hat er gedacht, komm, wir nehmen den schnellsten Weg. Genau, für alle, die von oben kommen, genau das gleiche.
Im Uhrzeigersinn hier rumfahren. Für alle, die es nicht wissen, im Uhrzeigersinn ist so, wie ich jetzt auch einmal hier rumfahre. Die erste Runde, die ich mitmache. Und es gilt nur das Innere dieses Betonkreises. Nicht stehen bleiben. 99, sondern fahren. Wer bremst, verliert automatisch dieses Spiel. Genau. Und wer böse ist, der kriegt Bennett auch. Und es gilt, Rammen ist das Gebot der Stunde. Hier zählt der Schaden. Wer hier am meisten Schaden macht, wir vergeben 3 Punkte. Das heißt, für den meisten Rammschaden gibt es hier Punkte. Egal, ob ihr tot seid, ob ihr sterbt, ob ihr Kills macht oder so, ist völlig wurscht. Der Schaden ist das Einzige, was zählt. Ja, dann wollen wir mal gucken. Oh, der Luke hat da schon sein erstes HPchen verloren, durch einen Mitspieler, glaube ich. Ja, man muss das hier ganz, ganz relativ aggressiv fahren. Ja, um überhaupt was hinzukriegen. Aber mal gucken, wie die Leute das hier machen. Wir hatten ja letztes Mal jemanden ganz cleveren dabei, der Insulaner. Der hatte da eine fürchterliche Strategie. Da mussten wir ihn noch zweimal für verwarnen. Also wenn ich das heute nochmal sehen sollte, dass einer so fährt, dann gibt es nur eine Verwarnung und dann wird hier schon rausgenommen. Ja, da geht's auf jeden Fall schon ordentlich zur Sache. Da hat sich gerade so ein kleines Träubchen gebildet, was sich dann einfach mal gegenseitig die Seitenspiegel abgefahren hat, so wie ich das gerade gesehen habe. Echt, die haben Seitenspiegel? Ja, natürlich. Warte mal ab, was sie noch alles haben. Ja, oben. Macht ihr das beim Rennevent auch immer? Wobei, gut, da sind ja viel größere Panzer dabei. Ja, teilweise. Natürlich. Ich kann ja mal so anfangen, dann wirst du wahrscheinlich hier nicht mehr zu nichts mehr kommen. Weil, ja gut, das ist jetzt nur ein kleiner Rundkurs, was willst du da machen? Aber wenn ich das schon sehe, da oben der Luke, der drückt da die Leute raus und der X-Effekt, X-Effekt, glaube ich, ja, ist natürlich einmal nochmal komplett seitlich in das andere Fahrzeug reingefahren und hat ihm dann natürlich auch die HPs gezogen. Ja, Lukas fährt hier fast nur noch mit der Hälfte rum, auf 54%. Ja. Also jetzt hat sich wieder so eine kleine Traube grüner gebildet, die hier so ein paar rote wegkessen. Na, Mama Loka, das war die erste Verwarnung, nicht rückwärts fahren, nur vorwärts und nicht bremsen. Ja, das sind das zu viele. Ich gesehen. Jetzt. Also eine Verwarnung für Mama Loka. Und genau, gut, Kette weg ist klar, das kann passieren, das darf auch. Dann dürft ihr natürlich stehen bleiben. So, da sag ich noch, wer will noch mal, wer hat noch nicht? Einfach rein da, Jungs. Genau. Das gibt free XP. Ja, da müsst ihr einfach mal rein. Aber es gibt schon viele Fahrzeuge, die jetzt auf jeden Fall sehr wenig HP haben, die wahrscheinlich mit den nächsten zwei Zusammenstößen den Geist aufgeben, da sind wieder die Ketten ab von dem Luke. Da ja, ganz Zurückhaltung bringt in dem Spiel hier gar nichts. Es zählt, wie gesagt, nur immer der Schaden. Sonst bringt hier nichts weiter irgendwas Punkte. Also, ob ihr sterbt, ob ihr überlebt, ist völlig wurscht. Auch Kills zählen gar nicht, sondern nur der Schaden. Das heißt, nutzt jede Gelegenheit, die ihr habt. Genau. Wenn da irgendeiner mit getrackten Ketten rumsteht, mit getrackten Ketten hört sich auch doof an, also wenn irgendeiner ohne Ketten da rumsteht, dann volle Breitseite rein und Gas, das bringt Schaden. Ja, ein bisschen kommt mir das gerade vor wie, oh, da ist der erste schon weg, der Gero. Ja, der Gero hat die Gelegenheit genutzt, da stand Mama Loka nämlich seitlich ohne Kämpfe rum und Gero ist volle Kanne reingedonnert und hat sich die letzten HP geschleckt. Hätte ich genauso gemacht. Ja, natürlich haben wir jetzt ein Hindernis auf der Bahn, aber mein Gott, bin mal gespannt, vielleicht. Ja, ich kann ja mal so gleich versuchen, das rauszuschubsen, aber ich will jetzt auch nicht ins Rennen eingreifen. Also, was heißt ins Rennen hier, ins Geschehen eingreifen? So, oben wieder, die ziehen sich die ganze Zeit die Ketten. Ich schieb ihn einfach mal an die Wand. Oh, guck mal, da wirst du selbst gerammt. Ich hab 2 Schaden gemacht, das tut mir fürchterlich leid. Sorry dafür. Jetzt muss ich hier irgendwie wieder rauskommen. Da ist die Lücke. Ja, einfach geradeaus, genau. Ja, es kommt mir gerade so ein bisschen vor wie so ein Rollatorrennen. Alles ziemlich langsam. Nicht, dass sie sich nachher noch auf dem Bierchen auf der Cookie Dent Party treffen, wenn das hier so weitergeht. Oh, jetzt, ja, jetzt geht's das. Das liegt aber auch daran, teilweise hat ja nicht jeder die T1 Crew die perfekte. Ja, wir haben ja immer mal wieder auch A-Series-Spieler dabei, die natürlich dann ihren T1 auch für 7 gegen 7 bereit haben mit dementsprechender Crew. Das sieht man auch meistens daran, dass die dann auch angemalt sind mit allem drum und dran. Aber gegen den Stock T1 hat der natürlich dann immense Vorteile, wenn man schon seine 3 Perks oder sowas da drauf hat. Auch allein schon durch die Bewegung. Da ist der nächste weg, Phil hat's zerlegt. Ja. Kabumi hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Wunderbar, weiter so. Ja, steht 1-1. Und der Zero versucht jetzt Luke von hinten zu erwischen, aber ich glaube, bei seinem eigenen Team wird das ohne den Ram-Perk nichts. Das haben wir schon mal ausprobiert. Also das eigene Team zu rammen, ohne den Ram-Perk selber zu haben, ist
Nicht ganz so sinnig. Okay. Ja, da müsst ihr halt kräftig mal Nitro reinkloppen und dann passt das auch, meine Freunde. Oh, da Da ist geht's schon jemand wieder los. ganz, ja, Da. ganz mutig. Hat sich da gleich mit zwei Fahrzeugen gleichzeitig angelegt. Ja, das war gutes Teamspiel. Ich Oh. weiß nicht, ob das gewollt oder ungewollt war. Da hat es direkt den Hessen Das. zerlegt. Luca hat es jetzt wirklich erwischt. Das war Sieht klar, aber noch das. ziemlich ausgeglichen aus. 2 zu 1 bis jetzt Ja. von den Punkten her. Ah, Aber da das könnte zählt der alles gar X-Fact. nicht. Das Wenn der zählt alles Gero. Der nicht. Gero ist an ihm vorbeigefahren, an dem X-Fact. Ich wäre da direkt in seine Karre gekachelt. Der hätte nämlich Ja, nicht dann hätte er geguckt. wahrscheinlich noch einen Kill gehabt, aber wer weiß, was er sich dabei gedacht hat. Ich Ja, kenne den das. Gero, ja, der ist ein gerissener Hund, muss man ja mal dazu sagen. Da, jetzt Da. hat er sich Fatalon Hero geschnappt. Na, siehst du. Ich glaube, das ist so ein kleiner Abstauber. Der holt sich so die Leute, die wenig HP haben. Und dann nachher noch den Schaden rausholen. Glaube ich. Und natürlich auch den Kill, weil das sieht natürlich auch gut aus. Ja, So, jetzt kommt. wir haben da jetzt einen Grün in drei Roten drin und der vierte Rote kommt von hinten. Ich glaube, das wird der Und nächste Kill da. für Gero. Och, da ist Nein, halt er an dem fährt wieder vorbei. daneben. Was ist da Jetzt denn los? nicht rückwärts fahren, der Giron, nicht rückwärts fahren, genau. Ah, ich glaube, das ging gerade nicht anders, weil er in dem Wrack festhing. Also sich da Ja, ich festgefahren versuche hat. einmal nochmal die Wracks hier raus zu, Oh, jetzt. gegen die Dings hier zu Genau, einfach rein schubsen. da. Nee, da. Da hätten sie direkt in den. Der Gero reinfahren müssen, da wäre es natürlich auch für ihn dann wahrscheinlich jetzt zu Ende gewesen. Wir haben noch hier den Jörg. Ist das richtig, den Jörg? Ja, ich glaube schon. Jörg. Ja, nennen wir dich jetzt mal Jörg. Ich werde dann natürlich pauschal reingekesselt oder so. Und da ist der nächste Da haben wir weg den nächsten Bubbeleich, und hat da wieder wieder den Pink Tiger nächsten. und direkt hinterher selber gedown durch Bennett 001. Und X-Effekt schleicht sich mit seinen 6 HP da noch durch die Gegend. Eine knappe Sache. Bin Ich spiele hier gespannt, nur aber. Statist erstmal. Ja, ich versuche die Oh, Wracks oh. möglichst wegzuschubsen. Das könnte gleich eine unmögliche Aufgabe werden. Wir haben noch knapp 3 Minuten, 2 Minuten 40 gleich zu fahren. Das sieht ganz schön spannend aus. Also viele mit ganz, ganz wenig HP Und flupp. unterwegs. Bennett hat am meisten, so wie ich das jetzt hier sehe, und nutzt das. Ja. Also wenn er das jetzt konsequent ausnutzt, kann er noch alle anderen Schlecks im Prinzip wegräumen. Jetzt steht er selber da ohne Kette und Kabumi nutzt es nicht ganz aus, streift nur so ein bisschen. Muss ich erstmal die ganze Horde wieder vorbeilassen. Sonst hilft doch einfach mal mit, einfach mal kurz anschieben, damit sie so einen kleinen Geschwindigkeitsrausch bekommen. Ja, wenn ich einen roten treffe, ist er sofort tot. Glaube Wenn du ich. einen grünen triffst, natürlich auch. Ach so, ja. Ja, doch, das. Dein. Ja, am Grünen könnte ich auch Oh, schon jetzt. nicht so viel mehr tonnen. Ah, das ist Dann knapp. Da fährt er noch geht's. mit einem HP durch die Gegend. Das wird auf jeden Fall nichts mehr. Da hat der Kabumi. Ich habe irgendwie einen Katzenhaar im Ja, doch, Gesicht. der nimmt aber nochmal Der, ja, Anlauf. der nimmt ihn jetzt weg. Der holt ihn gleich raus. Ah, nee, da wird er. Da trackt er sich selber. Ist der denn mit einem HP wieder? Ja, Das deswegen war mit der weggefahren. war das aus dem ersten Spiel, glaube ich, der mit 5 Oh. HP noch abgehauen ist. Oh, jetzt geht's ihm wahrscheinlich gleich erstmal an den Kragen, weil der Bennett, der fährt direkt geradeaus und will ihn zeigen, dass ihm Da seine, hat's das, ihn erwischt. Ne, Demo hat den nächsten Kill Gero. gemacht. Ex-Effekt. Das Ja. gibt's ja gar nicht. 3 Kills der Junge schon. Aber wie gesagt, das zählt alles überhaupt gar nichts. Es kommt nur auf den gemachten Schaden an. Genau. Und jetzt steht er da mit 8, 9 HP rum und Kabumi kommt von hinten. Wird er ihn treffen oder kommt er noch rechtzeitig weg? Aber ich glaube, da sieht man den feinen Clou-Unterschied, dass Zero einfach viel, viel schneller unterwegs ist mit seinem T1. Ja. Und Kabumi kommt einfach nicht mehr hinterher, weil er wahrscheinlich nur eine ganz kleine Crew drin hat. Und Zero, weiß ich natürlich, hat eine ziemlich gute auf seinem T1. Und kann das natürlich in Geschwindigkeit Oh. umsetzen, seinen Vorteil. Der Und nächste weg. holt sich Oh, fast den oh. nächsten Kill. 1 zu 1 HP. Jetzt Ja. bin ich mal gespannt, wer welchen Kill hier macht oder ob sie sich beide gegenseitig töten oder was Bennett dann auch daraus macht, der immer noch hinterher gurkt. Ja, das Problem ist, Bennetts Hupen und Lichtblinkanlagen werden hier natürlich total ignoriert, weil ich gerade sehe, der ist jetzt natürlich raus. Der Jörg, dem seine Rücklichter waren kaputt und es wurde natürlich total ignoriert. Bin mal gespannt, wie das jetzt hier gegen noch ausgeht. Ja, jetzt bin ich Das. mal gespannt. Also Kabumi und Bennett, ihr habt noch 30 Sekunden Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt, ob überhaupt noch was passiert. Versuche auch möglichst nicht im Weg zu sein. Ich versuche nur das Wrack nochmal Ich würde wegzuschieben. sagen, ihr stellt euch da jetzt irgendwie hin und fahrt einfach mal pauschal so extrem gegeneinander und guckt, was passiert. Ja, mal Oh, gucken. Also der Kabumi Bennett. holt aber auf, glaube ich. Ja, weil Bennett fährt Stock, so wie ich das sehe. Also zumindest vom Tower her und von der Kanone ist das ein Stock T1. Auch von der Geschwindigkeit würde ich da fast drauf Oh, wo will tippen. er denn hin? Wo Und willst du er denn hin? weicht aus und aber Kabumi rammt, aber macht sich nur selber Schaden. Das ist Schaden für Bennett. Jetzt ist die Frage, kriegen sie sich mit dem Nee. bisschen, was sie da nur an KMH drauf haben, keinen Schaden hin. Jetzt Ich aber glaube nächste nicht. Runde 3 Sekunden. Ich glaube, das wird nichts mehr, Jungs. Das wird nichts mehr. Aber es war bis zum Schluss eigentlich ziemlich spannend. Jetzt bin ich mal gespannt, Ja. wie es mit dem Schaden aussieht. Oh, jetzt hat sich mein WOT. Nee, hat sich nicht aufgehängt, das ist gut. So.
Okay, jetzt bin ich mal echt gespannt. Also wir haben. Oh, da sind aber ganz schön viele eng beieinander. Aber unser Rekord wurde nicht gebrochen. Ach, das weißt du gar nicht. Wir haben hier auch einen Damage-Rekord. Das ist Nadefang bis jetzt gewesen mit 267 Schaden. Ui. Yep. Ja, gut, ja. Kannst du es mal groß machen, dass es auch jeder sieht? Ich mache zwar auch den Screenshot, aber damit sieht es auch jeder auf dem Stream. Wir haben Major King Tiger mit 237 deutlich auf dem ersten Platz mit über 100 Schaden mehr als der zweite. Das ist Bubeleich. Und wir haben auf dem dritten Genau. Platz Fatalon Hero. GZ an euch drei. Jetzt möchte ich mal gucken, wo ist denn der Gero? Der hat zwar 4 Kills gemacht, aber nur 75 Da ganz Schaden. unten, ja genau, 75 Schaden. Das ist Ja, natürlich nicht viel, das reicht hier nicht. aber immer noch mehr als der Private Affenkopf mit 0. Ja, Ich war der Caster, ich darf 0 haben. Ich muss aber ganz kurz mal Licht anmachen, sonst seht ihr mich gleich nicht mehr. Macht dann auch achso, mal ja, bei mir kommt das. gerade die Sonne wieder raus. Das Ach, heißt, das ist nicht dein jetzt. Ernst. Ja, doch, was soll ich machen? Dafür war es den ganzen Tag scheiße. Also kann ich mir jetzt auch nichts mehr verkaufen. Ist klar, ich komme gleich wieder. Okay, also wie gesagt, Screenshot habe ich gemacht. GZ an Major King Tiger, an Bubeleich und Fatalon Hero. Und damit sind wir beim letzten Spiel des heutigen Abends. An alle, die gerade zu eingeschaltet haben, sage ich jetzt mal, oder zugekommen sind. Ihr seid hier beim Morbiote Spielabend. Wir haben 5 Minispiele insgesamt für euch vorbereitet gehabt. Wir sind jetzt beim letzten angelangt, das heißt, versenk den Tiger. War das nicht Sprung ins Glück? Ach Quatsch, ja, Sprung ins Glück. Mann, warum habe ich mir da drauf geschrieben und sage dann trotzdem falsch? Also, wir machen den Sprung ins Glück. Verdammte Mal, Ich da bin kriegt der der Sieger was der für. Herzen heute. Yeah. Wer ist der Sieger der Herzen? Ich? Weil ich es richtig gesagt habe. Ach so, ja, wie gesagt, wir haben dich ja eben schon in den Himmel gelobt. Ja. So, also Sprung ins Glück. Auf der Karte Westfield. Ihr könnt da jeden Panzer, den ihr habt, den ihr machen wollt, könnt ihr dazu mitnehmen. Es geht darum, über die kleine Brücke zu springen. Die kennt wahrscheinlich jeder, wenn ihr die Karte seht. Der Mike kann das mit der Maus gleich nochmal ungefähr zeigen, wo die Brücke da ist. Ja, bin dabei. Genau da werdet ihr rüberspringen, meine Freunde. Genau, Macht also das. ihr dürft jeden Panzer mitnehmen, den ihr wollt. Keine Angst, ich schreibe noch ein bisschen im Intern. So. Ja, kein Problem. Wir sind beim letzten Spiel. Auch wenn ihr jetzt gerade erst eingeschaltet habt, ein Punkt könnte immer noch für 500 Gold reichen. Wir haben für die Plätze 4 bis 8, wie gesagt, immer noch 500 Gold Preis über. Das heißt, wenn ihr mitmachen wollt, joint auf dem WOT-EU1-Server den Channel MoreWOT. Und wir haben den letzten Countdown des heutigen Abends abgeglichen auf der Website Uhrzeit.org. Dann nehmen wir jetzt einfach mal 20:10 Uhr. Also der nächste Countdown, der letzte für den heutigen Abend, ist 20:10 Uhr. Ab 20:10 Uhr im Channel hier schreiben. Wir können wieder 28 Leute mitnehmen. Das heißt, und ihr dürft jeden Panzer nehmen, den ihr wollt. Und ihr kriegt einen Punkt für, wenn ihr es schafft, über die Brücke zu springen. Wir können also quasi bis zu 28 Punkte heute vergeben für alle, die es schaffen. Wenn ihr runterfallt und sterbt, es gibt auch nur einen Versuch, seid ihr raus. Guck mal, Mit der hast du Maus, du das? kannst, wie gesagt, jeden Panzer nehmen, wenn du möchtest, Muck. Ja. Hast du das gelesen? Der QT Poppin LOL oder wie der, ich hoffe, das war richtig so einigermaßen. Gut. Der schreibt immer in Großschrift, wo ist die Mizi? Das sind diese Oh, Leute, ja. die total auf meine Katze fixiert sind und denken sich, warum sitzt diese Katze nicht einfach jetzt vor der Cam und streamt? Ja. Ja, Hobbs, bitte nicht spoilern, du kannst das, das weiß ich, das haben wir auch schon gesehen. Es ist nicht ganz so einfach, da gibt es halt, wie gesagt, ein paar Tricks, die man oder ein paar Sachen, die man da einfach nur bei beachten muss, dann ist es nicht ganz so schwer, aber wir haben auch schon erfahrene Spieler gesehen, die mit fürchterlich guten Stats da einfach nur die Brücke runtergeknallt sind. Also so einfach ist es nicht. Bitte da auch nicht jetzt einfach nur spoilern. Countdown, wie gesagt, 2010. Wenn ihr meine Stimme hört, habt ihr noch ungefähr 30 Sekunden Zeit. Das letzte Spiel am Spieleabend Nummer 10. Heute mal mit Mike. Ich kann jetzt schon mal sagen, dass es mir irre Spaß gemacht hat mit dir. Echt, das freut mich. Ich gebe mal mein Ja, auf jeden Bestes. Fall. Ding! Ah, ich glaube, ja. Mach erstmal weiter, bevor ich hier gleich Ja, der Countdown ist anfange. gleich eh vorbei. Dann kannst du quatschen, so viel, bis ich alle eingeladen habe wieder. Wir Ja, dann haben. Wann ist sehen auch wir der dich denn Sprit wieder? leer. Wir sehen dich morgen. Nein, nein. Übermorgen. Beim Übermorgen Race-Event, beim ne? Race Event mit dem Armin.
Ja, Genau, der Tier. unserem MoreWoT-Kai-Ebel quasi. So, da haben wir die ersten Einladungen. Boah, bum, 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 bum. Oh, da wollen jetzt aber viele mitmachen. Ja, ist ja auch Jetzt. Ja. Wir haben uns aber ein. ganz schön gesteigert von den Zuschauern. 54 jetzt. Ja, das ist leider immer so. Was heißt leider? Das hängt auch damit zusammen, dass teilweise noch ESL-Turniere bei uns am Dienstag im Weg sind. Oder. Da noch im Weg sind. Eben gerade heute weiß ich, dass zwei One-on-One-Turniere gleichzeitig laufen. Okay. Das heißt dann für uns natürlich, dass die Leute erst auf den Channel kommen, beziehungsweise auf den Stream kommen, wenn sie damit fertig sind. Beziehungsweise wenn sie rausgeflogen sind. Das heißt, wenn ihr Hobbos jetzt schreibt, wird er wahrscheinlich beide Turniere entweder gewonnen haben oder schon rausgeflogen sein. Falls er denn da mitgefahren ist, gibt natürlich auch Leute, das soll es ja auch geben, die so lange arbeiten müssen und so weiter. Aber wir haben natürlich auch das Problem, dass mit den anderen Sachen, die dann nachher in der ESL noch um 21 Uhr oder 20:30 Uhr und so weiter stattfinden, dass wir damit nicht in Konflikt geraten, mussten wir uns ja irgendwann mal für eine Zeit entscheiden. Ja. Und das ist bei unseren Weekly Community Shows nun mal so gelandet. So, jetzt. Moment, jetzt musst du wieder quatschen, jetzt muss ich mich mal hier konzentrieren, sonst. Wird das Ja. hier nix? Und ja, ich mag die Mitzi. Okay. Ja, sitze. Da sehen wir wieder. Der Affenkopf ist leider nicht multitaskingfähig. Ich kann zum Beispiel reden, denken und trinken fast gleichzeitig, aber beim Sprechen wird's dann natürlich. Ne? Ja, wie ihr ja mitbekommen habt, ist das das letzte Spiel. Sprung ins Glück. Aber das war jetzt richtig. Ja, das heißt Sprung ins Glück. Da hatten wir ganz am Anfang mal einen Wettbewerb zu. Den hatte der Karate Kid gewonnen. Und zwar haben wir da einen Namen für das Spiel gesucht. Da ist dann halt der Sprung ins Glück bei rausgekommen. Na, So. süße. Gucken, Nun. ob ihr gleich auch alle Wollen so glücklich seid, wenn ihr darüber springt, ja? Machen wir es mal Hafen. Also ich kenn's ja natürlich auch, weil ich es mir ja schon ein, zwei Mal angesehen habe und ich habe selber auch schon privat probiert. Das Erst ist. Server Übungsraum aufgemacht und Gas. Ja, das ist halt so eine kleine Sache. Schaffst es nicht? Oh, da kommen sie aber mit ganz großen Fahrzeugen, wenn ich das hier gerade sehe. Mit einer Badjet. Wie gesagt, 25 Tick. jeder Panzer ist erlaubt. So, und jetzt muss ich anfangen zu tipsen. Habe Nee, ich Pipo schon eingeladen? Nein. So, jetzt muss ich tippen. ja, dann mach das doch. Lass dich doch nicht unterbrechen. Kein Problem. Ja. Ja, solange die Vorbereitung, sagen wir mal, die Einladung jetzt noch laufen, denkt dran, ihr müsst bitte den Haken raushaben, nur Einladung von Spielern aus der Freundesliste. Falls ihr dieses Tier noch nicht gemacht habt und diesen Haken drin habt, können wir euch leider nicht einladen und das ist natürlich für euch natürlich schade, weil ihr kriegt halt keine Einladung, könnt halt nicht mitfahren. So. Ne? Also immer darauf achten, ob unten der ach hier, die Einladungsbutton blinkt, einfach draufklicken und wenn da schon steht Private Affenkopf, ist richtig, du heißt genauso in-game, ne? Ja, Ja, genau, Private. PvP-Affenkopf, genau. Genau, wenn das von ihm ist, direkt annehmen, brauchst du nicht lange nachdenken, einfach annehmen. Auch ruhig nach dem, also gut, das ist jetzt das letzte Spiel, aber Ja. Unigam HVK, wie gesagt, jeder Panzer ist erlaubt. Du musst keinen T1 nehmen, ne? Also du darfst jeden Panzer nehmen, den du in der Garage hast. Alle sind erlaubt. Muss ich mal gucken, ob ich den Yellow nicht vergessen habe, der immer noch im Raum ist. Wen habe ich jetzt vergessen? Nochmal im Chat schreiben. Vielleicht bin ich ja blind. So, der Kabumi hat, Entschuldigung, hat mich gerade gefragt, was du für Race Wars brauchst. Das ist ganz einfach. Wir haben unter dem Download-Bereich, und ich muss jetzt auch ganz kurz überlegen, ich denke, es wird vorher wieder eine News geben, wo der Link drin ist für die passenden Maps, damit ihr die Strecke seht. Du wirst sie gleich auch bei mir in dem Stream oder wenn du schon länger dabei bist, also mich länger zugeguckt hast heute, wirst du gesehen haben, dass ich einige Maps mit Strecken habe, die wirst du natürlich bekommen, die musst du dann halt noch dementsprechend in den Resmods-Ordner packen. Wird dann aber auch alles noch an dem Tag erklärt und ist nur Tier 5 Panzer am Donnerstag. Also keine 4, keine 6, nur Tier 4. 14 Stück davon. Und dann sollte es eigentlich alles gar kein Problem sein, da mitzumachen. Ist ganz einfach, jede Strecke wird dementsprechend gefahren, wir müssen mal gucken. Und jede
neue Runde wird neu ausgelost. Das heißt, jeder da kann da mitmachen. Und es gibt natürlich auch wieder die Goldgewinne. Das wird aber alles am Donnerstag noch erklärt und erläutert. Und ja, wir schreiben ja auch noch eine News zu der Ankündigung zu der Show. Also das machen wir jetzt immer einen Tag vorher. Kommt quasi eine News zu der Show für den nächsten Tag. Da stehen auch alle Eckdaten drin, welche Panzer, was ihr eventuell runterladen müsst, zum Beispiel den Streckenmod und. Wo ihr wann, wo, in welchen Channel rein müsst und welches Teamspeak und was auch immer, steht dann alles auf der Seite morbiot.de. Immer einen Tag vor der jeweiligen Sendung, wie das bei dem Spielabend jetzt ja auch war, findet ihr von gestern noch die News mit der kleinen FAQ dabei. Und das ist für jede Sendung auch dann. Also keine Panik, kommt alles. So, wenn Pipo, ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen einzuladen oder alle eingezogen, die dabei sind. Wenn Pipo seinen Panzer nimmt, würde ich sagen, fangen wir an mit dem fünften Spiel und das letzte des heutigen Abends mit Sprung ins Glück. Okay, dann mach mal den Countdown. 3, 2, 1, Action! Ja, normalerweise würde jetzt das Video kommen, aber... ja, nächstes Mal wieder, keine Panik. Nächstes Mal kriegen wir das hin, dass wir heute echt ein bisschen haben. So, jetzt kann ich euch ganz kurz nochmal... Ja, ich kann dich ja beruhigen, der Max hat das beim ersten Mal auch nicht hingekriegt. Das hat ungefähr auch wieder 2-3 Sendungen gedauert. Das kam immer mal irgendwelche komischen Sachen, da hat er die falschen Videos abgespielt und... Also, ist alles gar kein Problem. an alle Teilnehmer, wir treffen uns bei Cäsar 4, am Planquadrat Cäsar 4. Oh. Mike, fährst du am besten da, wo die Einfahrt zur Brücke ist? Ja, und mach das Auto mal. Ich bei den Teilnehmern hin und sortiere die ein bisschen. Genau, ich mach das Auto dann gleich mal kaputt. Genau. So, Leute, mein Mozilla geht nicht. Ja, brauchst du nicht zum Fahren eigentlich, außer du hast irgendwie... Richtig. Ach, das könnte am Stream liegen, dass er den Stream nicht hört. Das kann sein. Cäsar 4, bitte. Für mein Team ping ich das nochmal. Wollte ich gerade sagen, der hört das... Cäsar 4 einfach nebeneinander stellen. Ja, wollte gerade sagen, der hört das nicht, wenn du das hast. Und tut uns und euch einen Gefallen, schießt nicht auf euch oder dergleichen. Schießen, genau. Ja, genau, don't shoot. Das haben wir letztes Mal schon, das ist einmal gut gegangen, einmal schief gegangen, da habe ich den Falschen disqualifiziert. Lasst es einfach. Stellt euch hier in die Reihe, alle hier hoch, X-Effect, Pipo und so weiter, habt ihr direkt den Anlauf vom Hügel. Die Reihenfolge, die wir machen, ist im Prinzip auch ganz einfach. Pipo, kommst du jetzt mal bitte auch hier hoch, dankeschön. Ich wollte gerade sagen, soll ich mal vorspringen und gucken, ob ich es schaffe? Wenn du jetzt stirbst, wäre das nicht so gut, dann müsstest du ja auch, müsste ich mich ja da unten hinstellen. Nee, ich weiß. So, stell dich bitte hier schön in die Reihenfolge. Onigam kommt auch noch angekrabbelt mit seinem T1. Ich glaube, der ist sogar kaputt, oder? Ist er? Ja, der ist schon. Nee, der ist immer kaputt, aber du musst das Stoppschild wegmachen, daher verwirrt das jemanden. Du meinst, dass sie dann stehen bleiben? Ja, du ist ja auch der im Straßenverkehr auch so. Das ist ja auch kein Stoppschild. Was passiert? Das ist ja kein Stoppschild. Was haben wir? Also, das kann man erstmal gar nicht lesen. Also, ist das sowieso. Was ist denn das? Das ist für mich... Ah ne, das ist doch... Das ist so ein Sackgassenschild, oder? Ach, was nee, Einbahnstraße ist es. Einbahnstraße. Nicht Stopp. Finger wie auf Stopp. So, ich stelle mich jetzt mal hier ins Gebüsch. Also nicht durchs Gebüsch fahren. Ey, wer schießt da? Was habe ich eben gesagt zu nicht schießen? Oh. Jetzt, bevor ich gleich wieder den Falschen töte, lasst es. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Habt ihr Glück gehabt. Gut. Nicht schießen. Ja, Durchfahrt. So, Onigam kommt auch, okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Startreihenfolge ganz normal von links nach rechts. Das heißt, STDR fängt an, dann kommt der Gero, dann Bennett und so weiter. Ihr könnt schon starten, wenn euer Vordermann quasi ab dem Punkt da, wo mein Einschlag gerade ist, ab da darf der nächste ungefähr wieder losfahren. Jeder einen Versuch und dann würde ich sagen, legen wir los mit Sprung ins Glück. STDR, go! Und jetzt müssen wir 10 Sekunden warten, bis er wirklich losfährt. Nee, das sind keine ganzen 10 Sekunden normalerweise. Das sind 3 normalerweise. 3 nur? Ja, aber ja. Er fährt jetzt erst los. Ja, das ist ein Spätchecker. Passiert. Na gut, das will ich jetzt keinem unterstellen. Ich sag lieber, der Stream leckt. Ach, Twitch-Server, das sind alles Twitcher. Wunderbar, Gero sofort gepeilt. Ja, das sind die Qualifikationen, die den Clan wieder ausmachen. Der checkt sowas instant. Und jetzt bin ich gespannt, ob der Bennett das auch direkt hinkriegt. Jawohl, perfekt. Und Kabumi als nächstes. Guck mal, ob er schafft. Bist du dran, du musst ab. Das hat direkt abgestürzt und er ist down. So, da kommt der zweite zu dir. Und er springt und auch down. Auch nicht. Was macht der, Leute? Was ist denn los?
Ja, warte mal ab, wir haben ja noch mehr. Ganz viele Panzer hier rumstehen, die alle runterholen. Die sagen Garantie gleich, das geht nicht. Und Doch, daran das seht geht. ihr das. Das geht, Oh, so da steht er und 100%. er fällt runter. Da kommt der nächste. Der müsste es schaffen. Da ist er hängen geblieben. Der Kabumi. Ja, aber weiterfahren, geradeaus Nee, weiterfahren. Sorry, nur ein Versuch, Jungs. Tut uns leid. Fahr weiter, bitte, weiterfahren. dass du die anderen nicht blockierst. Da kommt die Badshed. Und Oh, Leute, die schafft auch das auch nicht nicht. geschafft. Okay, da ist Kabumi selber runtergefahren. Achso, nee, der will ja. Okay. Ich mach Also das es gleich geht mal. zu 1000%. Geht Ja, das? ja. Ja, Da jetzt könnt hier, ihr der euch auch macht die das. Videos Der zu den letzten Fahrlion macht Shows das. angucken. Was war das denn? Das war Fatalon Hero. Das Ich war mach ich Fatalon ich Hero. glaube, ich mach das gleich, um zu zeigen, dass es geht. Ja. Das gab's ja noch nie, dass es keiner schafft. Hallo, was ist los bei euch? Jetzt aber, komm hier. Da ist er doch. Und Ja, ja, Major siehste. King Tiger hat's geschafft. Also es funktioniert. Genau, daran seht ihr es. Hurra! M2 Light. Oh, ist er hängen geblieben? Ah, Unser, das wird ja leider. auch sorry dafür, einmal nur ein Versuch. Bleib einfach oben stehen und mach schon mal den Screenshot, dass du drüben bist. Kannst ja jetzt schon machen. Müsste jetzt. Oh, da bleibt der nächste hängen. Was ist denn los mit Was euch? macht die? Stehst du da so sehr im Weg? Nee, du stehst ja gar nicht da. Nein! Fahr bitte weiter, weiter runter, runter. Nicht Nee, kein zweiter nee, Versuch, nee. kein zweiter Versuch, Luke. Nee, der fährt. Runterfahren. Ah, da kommt der Nein, nicht noch eine nächste. Kurve Hornist drehen, kein. und. Boah, hat es auch geschafft. Also Luke wird gerade disqualifiziert, weil er nicht mehr weitergefahren ist. Bin ich jetzt an ihm abgeprallt? Ja. Und da kommt er und. Da hat er es nicht geschafft. Da kommt der nächste. Der T2 Lite. Der T2 Lite schafft das doch. Da ist er ganz ekelhaft hängen geblieben. Du musst gleich, glaube ich, einen Wrack wegschieben. Und da hat er das Also nächste Luke hat geschafft. keinen Punkt gekriegt, weil er zweimal angelaufen ist. Oh, da fährt er, glaube ich, Oh, ein jetzt bisschen treffe ich falsch. den Und da hat er falsch. es geschafft. Pipo hat es geschafft, steht aber schön im Weg. Da kommt der Badget noch. Die Badget, Pipo, der wenn du kannst, Badget. fahr bitte weg. Hat es auch nicht geschafft. Kommt da noch einer? Nee. Oh, doch, der T1. Wo der ist aber heute schnell, oder? Mal begleiten wir ihn mal auf seine letzten Tour. Ich liebe ungenaue Kanonen. Also Luke, wie gesagt, kein Punkt für dieses Spiel. Ja, Werde ich auch im Forum disqualifiziert. vermerken. Und da ist er weg. Noch was? Nein, das war's. Also wir Ich haben probiere das jetzt auch mal gewonnen, aus. hat Major King, Pipo, Honest Violence und das war's. Dann Heute probierst du mal auch? ganz, ganz wenig. Luke, wie gesagt, disqualifiziert. Ich probiere das jetzt auch GZ nochmal an alle aus. Gewinner. Damit die Leute sehen, dass ich auch faile. Schaffst du Ja. das? Nee, mein Panzer ist zu lahm dafür. Aber das wusste ich vorher. So, probieren wir das mal aus. Ich habe meinen ja eh so ein bisschen getuned. Ihr wisst ja, Kanone nach hinten. Und. Oh, guckt euch das an. Das ist Ultraspeed. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ah, es dürfte passen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Wenn du jetzt Ja, den ich versuche richtigen das. Winkel kriegst. Ja, und. Nein! Da, guckt euch Das das war an! nicht der richtige Winkel. Ah! Okay, Der ist mir damit. gegengefahren, genau deswegen. Genau deswegen habe ich es jetzt nicht geschafft. Ganzes Ja. Team ist ausgelöscht, ey. Was ist denn los Ja, bei das euch? war heute aber extremer Negativrekord. Also so wenig Leute haben es bis jetzt noch nicht drüber geschafft. Das waren Die haben Angst vor mir. Das kommt, weil Tribune einfach so Wahnsinn. zärtlich. Tribune ist zärtlich. Ich nicht. Da kommt die Brechstangen-Mike. Ah, ja. So, ja, wie gesagt, ich hoffe, ihr habt den Screenshot gemacht. Ich habe ihn auch. Ich lade die gleich ins Forum hoch. Wie gesagt, Luke für dich. Gibt es eine Disqualifikation für dieses Spiel? Schade, schade. Dann GZ an alle Gewinner. Wie gesagt, vergesst nicht, das alles im Forum auch hochzuladen für jeden Punkt, den ihr gemacht habt. Und wie gesagt, nochmal Mike, danke, danke. Hat richtig Spaß gemacht mit dir. Ja, Und kann ich nur dann zurückgeben. überlasse ich dir das letzte Wort. Ah, das ist immer dieses, weißt du, dieses, was hast du jetzt als letztes? Das kennst du ja gar nicht, glaube ich, oder? Weil Tribunus es bei dir auch immer macht. Ja. Wenn da jemand ankommt und sagt, du machst jetzt die letzten Worte, dann überlegst du erst, was laberst du jetzt noch? Und dann denkst du, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt noch erzählen soll. Und von daher machen wir das heute kurz. Ich bedanke mich, dass ich diese Show mitmachen durfte. Und ich bedanke mich bei dir, Affenkopf, und bei Tribun, dass ihr mich letztens
Du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine. Unterstützt habt, ja, klar. Nee, Oder was? ihr habt ja meine Sendung übernommen, so. Ach so, ja, sicher, Ja, gerne, gerne. dafür nochmal und ich hoffe, ich habe das damit heute quitt gemacht. wie gesagt, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht können wir ja mal so einen Dreier-Stream machen, weil das macht echt ziemlich Spaß Ja, und wie gesagt, wir haben ja noch mehr in Planung, was wir noch nicht verraten. Da könnt ihr euch nochmal alle drauf gefasst machen. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Race-Event. Ganz, ganz dolle. Und jetzt rede ich Oh doch schon ja. wieder, obwohl ich gerade gesagt habe, jetzt ist ja das letzte Wort, verdammt. Ich höre gerade noch aus dem Backoffice. Also, wenn ihr die Screens hochladet, bitte maximal bis morgen 18 Uhr ist die Deadline. Danach können wir das nicht mehr berücksichtigen, weil wir in letzter Woche das so, in den letzten paar Malen das so häufig hatten, dass die erst zum Wochenende da waren. Also, bitte bis nächste Woche, bis morgen 18 Uhr die Screenshots hochladen. Im MoreWoT-Forum gibt es bereits einen Thread. Ich poste den auch nochmal eben hier rein. Moment, wo ist er? Mach das. Wo ist das Forum? Wo ist das Forum? Da ist das Forum. Gibt es bereits einen. Genau, da hat X-Effekt auch schon angefangen reinzuposten. Da haben schon ganz viele reingepostet. Also für alle nochmal hier den Forumslink. Da muss das rein. Auch bitte mit Ingame-Nick, damit wir die Gewinne zuteilen können. Genau, der Gero hat es auch schon fleißig gemacht. Wunderbar. Genauso wie die anderen das im Prinzip vor euch auch gemacht haben. Da einfach die Screenshots rein. Ja. Dann jetzt aber Ja, finally. jetzt müssen Gute wir auch Nacht langsam. und bis nächste Woche spätestens von mir auf jeden Fall schon mal. Ja, ich bedanke mich dann hier nochmal bei allen Teilnehmern, natürlich auch nochmal bei dir, dass das heute echt genial lief. Du hast mich da extrem auch unterstützt, mir ein bisschen die Arme hochgehalten. Ja, wünsche natürlich allen Teilnehmern viel Glück, viel Spaß. Hoffentlich sehen wir uns alle Donnerstag wieder. Und denkt dran, ich stream gleich auch noch. Wir haben gleich noch eine ganz kurze kleine Besprechung und ich muss gleich ganz kurz mal eben hier für kleine Königsdinger und dergleichen. Und wisst ihr ja, so Frauen, Männersachen. Ja. Und somit wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend und wir sehen uns. Ciao! Stehen zu ein paar heikle Fragen.